Die beiden Kurzfilme zeigen gut, wie komplex das Thema Menschenhandel ist und wie breit das Spektrum an Debatten über dieses Thema. Einführen in diese Debatten wird uns unsere erste Rednerin, Bärbel Heide-Uhl. Bärbel Heide-Uhl ist Politikwissenschaftlerin und langjährige Expertin für die Politik zur Bekämpfung des Menschenhandels. Sie hat bereits 1994 für das Prager Büro der Heinrich-Böll-Stiftung eine Konferenz zum Thema Frauenhandel und Prostitution in Prag organisiert. Seitdem arbeitet sie zum Thema und feiert sozusagen dieses Jahr ihr 20-jähriges Dienstjubiläum, wenn man so will. Außerdem ist sie Mitbegründerin des europäischen Netzwerkes La Strada und langjährige Leiterin von La Strada in Prag. Sie hat zahlreiche internationale wie europäische Institutionen zum Thema beraten und zum Thema Menschenhandelspolitik auch an der Freien Universität in Berlin promoviert. Sie ist Initiatorin und Projektleiterin der europäischen Kooperation Data Act, Data Protection in Anti-Trafficking Action, eines Projektes zur Stärkung des Datenschutzes von Menschenhandel Betroffene. Für von Menschenhandel Betroffene. Bitte schön. Vielen Dank. Ich muss mich gleich entschuldigen, weil ich bin gerade furchtbar erkältet und ich hoffe, dass meine Stimme so lang durchhält. Aber ich habe ja auch nur 15 Minuten, deswegen, das sollte reichen. Ich möchte Sie zunächst ganz herzlich begrüßen und auch der Heinrich-Böll-Stiftung danken, dass sie mir nach 20 Jahren noch mal ein Podium gibt und ich hier heute mit Ihnen diskutieren und austauschen kann. Ich möchte zunächst mit einem kleinen europäischen Rückblick beginnen. Der Titel dieser Konferenz, über den bin ich ein bisschen gestolpert, der hieß Gleichstellungsprojekt Europa? Fragezeichen. Und der Einführungstext danach bezog sich ausschließlich auf das EU-Europa. Und gerade bei den Menschenhandelsgesetzen müssen wir viel weiter europäisch schauen als jetzt nur EU-Europa. Wenn wir zum Beispiel das EU-Gesetz, auf das sich Naila auch gleich beziehen wird, die EU-Richtlinie von 2012, uns genauer anschauen, sehen wir, dass die ist sozusagen über die Bande gespielt und der eigentliche Vorreiter einer opferrechtsbasierenden Gesetzgebung war nicht die EU, sondern vor allen Dingen der Europarat und auch die OSZE, die ja heute Morgen schon mal kommentiert wurde. Nachdem die Mutterdefinition des völkerrechtlichen Menschenhandels, wie wahrscheinlich viele im Raum wissen, ist jedoch die UN, die UN-Konvention zur Bekämpfung von transnationaler Kriminalität, und die hat im Jahr 2000 erstmalig eine völkerrechtbindliche Definition zum Menschenhandel verabschiedet. Sie scheiterte allerdings darin, unter den Vertragsstaaten eine Einigung herbeizuführen, Opferschutzmaßnahmen rechtlich zu verbriefen. Diese blieben dann noch jahrelang unverbindlich bei den Vertragsstaaten selber. Also es hieß dann immer, State parties may consider inappropriate cases to provide shelters und so weiter. Die Palermo-Definition nichtsdestotrotz gab uns eine gewisse definitorische Klarheit dahin, worüber wir reden, wenn wir über Menschenhandel reden. Sie hat sozusagen die Menschenhandelsdebatte gegendert und aus dem reinen Frauenhandelsdiskurs herausgeholt und hat sich etwas paradox im Jahre 2000 hat sich die internationale Staatengemeinschaft auf einen sehr marxistischen Begriff, und zwar den der Ausbeutung, geeinigt. Und unter diesem Ausbeutung, das ist sozusagen der Oberbegriff, und dann wird aufgeschlüsselt, was Ausbeutung noch sein kann. Also sexuelle Ausbeutung, Zwangsarbeit, Sklaverei, ähnliche Praxis und so weiter. Wird in der Fußnote extra beschrieben, dass das Palermo-Protokoll sich nicht zu Prostitution äußert, dass das auch den Vertragsstaaten selber überlassen wird, wie sie mit der Prostitutionspolitik und Regelung umgehen sollen. Die OSZE, die schon auch angesprochen wurde heute Morgen, hat dann im Jahre 2003 durch einen Ministerratsbeschluss das Konzept der National Reform Mechanism eingeführt. Das sind Standards für Opferschutz. Und die waren zwar auch nicht rechtsverbindlich, aber sie erwiesen sich als wichtiges Referenzinstrument in den jeweiligen nationalen Aktionsplänen,
gegen Menschenhandel in den 57 OSZE-teilnehmenden Staaten. OSZE muss man dazu sagen, das ist die Nachfolgeorganisation des KSZE-Prozesses und im Unterschied, es sind alle EU-Staaten, bei der OSZE sagt man nicht Mitglied, sondern teilnehmende Staaten, da sind alle EU-Staaten teilnehmende Staaten, aber auch der Kaukasus, ganz Osteuropa, Russland und so weiter und auch Zentralasien. Der Europarat wiederum hat auch alle diese Mitgliedstaaten, allerdings nicht Zentralasien, die wiederum sind nur bei der OSZE drin. Das ist immer so ein bisschen verwirrend. Fast gleichzeitig zu den Ministerratsbeschluss der OSZE begannen die Verhandlungen zur Europaratskonvention gegen Menschenhandel, die 2005 in Warschau gezeichnet wurde. Diese Konvention war wirklich ein internationaler Durchbruch, was Opferschutzparagraphen anging. Sie verbrieften, waren rechtlich verbindlich, verbrieften sie gehandelten Menschen den Zugang zu Schutzeinrichtungen, gesundheitlicher Versorgung, Privatsphäre und Entschädigung, sofern sie identifiziert werden, und dazu komme ich noch später. Es waren in diesen Verhandlungen, was auch interessant ist, deswegen wollte ich mich so ein bisschen von der EU abgrenzen, es waren in den Verhandlungen vor allen Dingen die Herkunftsländer, die Delegation der Herkunftsländer, die vor allen Dingen Südosteuropa und Kaukasus, die sich bezüglich des Opferschutzparagraphen gegenüber den EU-Mitgliedstaaten durchsetzten, obwohl gerade 2004, als gerade die Opferschutzparagraphen in die heiße Verhandlungsphase kam, der Europarat die EU, in dem 2004 wurde sie ja erweitert und hat dann auch im Europarat die Mehrzahl der Staaten festgelegt. Trotzdem konnten sich die Herkunftsländer da durchsetzen. Bei der EU hat es noch ziemlich lange gedauert, bis sie Opferschutzparagraphen rechtlich in ein Gesetz gegossen hat, und das war erst mit der EU-Richtlinie 2011. Es gab schon vorher 2002 und 2004 einige Strafrechtsparagraphen, aber die waren, was den Menschenrechtsschutz jetzt nicht so relevant angeht. Ich möchte das Thema eben etwas erweitern, wenn wir von Europa reden. Europa hat ein Potenzial für emanzipatorischen Politiken, gerade dann, weil es so divers ist und das nicht nur aus Sicht der Behörden und der jeweiligen politischen Führung, sondern auch aus den verschiedenen Kulturen der Zivilgesellschaften. Manchmal gehen nationalstaatliche Behörden, wie wir das auch im Bereich der Europaratskonvention in den Verhandlungen gesehen haben, manchmal gehen nationalstaatliche Behörden, wenn sie sich im europäischen oder internationalen Politikforen austauschen und verhandeln, über die eigene restriktive und eingeschränkte nationale Machtperspektive hinaus, und sei es nur, weil sie sich durch einen Kompromiss in diesem Bereich vielleicht einen Vorteil in einem anderen erhoffen. In der Politikwissenschaft nennt man das Venue Shopping, also Ergebnisse von Verhandlungen hängen nicht immer nur von den Akteuren ab, sondern auch von den Prozessen, in denen sie stattfinden. Als Zivilgesellschaft sollten wir dieses Venue-Shopping auch nutzen und auch die Verzahnung und die Mehrebenenpolitik in europäischer Institutionen und immer auch im Blick behalten. Gerade in der derzeitigen europäischen und internationalen Krise in der Ukraine, in deren Folge zurzeit die alten Blockkonfrontationen des Kalten Krieges von Ost und West wieder heraufbeschworen worden, ist es wichtig, das im Kopf zu behalten, dass Europa wesentlich größer ist als Ost und West. Zurück zum Menschenhandel. Eine aus menschenrechtlicher Sicht fatale Entscheidung im Bereich des Venue-Shopping, also in der Entscheidung, wo wir eine Verhandlung ansetzen, war, dass bei dem Palermo-Protokoll die Staatengemeinschaft beschlossen hat, wir machen kein Menschenrechtsinstrument zum Menschenhandel, sondern wir machen ein Strafrechtsinstrument, also die UN-Konvention gegen transnationale Kriminalität. Dieser sicherheitspolitische Rahmen, der dann die Intervention von Menschenhandel weiter bestärkt hat, den werden wir bis heute nicht los. Und auch wenn wir opferschutzrelevante rechtsverbindliche Paragraphen haben in der Europaratskonvention und auch in der EU-Direktive, sie ist immer unterwandert von diesem sicherheitspolitischen Aspekt. Aus diesem Grund ist auch die politische Intervention von Menschenhandel in der Frauen- und menschenrechtlichen Zivilgesellschaft ein sehr umstrittenes Konzept. Die am Anfang dieses Panels gezeigten Videos dokumentieren, eins beabsichtigt, eins unbeabsichtigt, dieses Unbehagen recht gut. Ich möchte da in Kürze auf drei Kritikpunkte eingehen, es gibt in Wirklichkeit viel mehr.
Zum einen ist zum Beispiel die Bekämpfung von Menschenhandel als Manifestierung von Gender-Stereotypen. Und das haben wir gerade im ersten Video beispielhaft gesehen. Da wird dieses Klischee der Anti-Menschenhandelspolitik sehr stark bestärkt. Das Klischee der naiven, leichtgläubigen Frau, oder Frauen, die auf falsche Versprechen hereinfallen und nun sämtlicher Handlungsvollmacht beraubt sind. Es gibt übrigens unzählige Präventionskampagnen, gerade in den südosteuropäischen Herkunftsländern, mit ähnlichen Bildern und ähnlichen Messages, die nur darauf ausgerichtet sind, weibliche oder ethnische oder beides Bevölkerungsgruppen als Risikoträger zu identifizieren und vor der Migration zu warnen bzw. gleich ganz abzuhalten. Die komplexe Lebenssituation von marginalisierten Gruppen wird dadurch ebenso ausgeblendet wie die Tatsache, dass Frauen gleichfalls Arbeitsmigration als legitimes Handlungsmuster in Betracht ziehen können und auch dürfen wie Männer. Das zweite Video, beide Videos, und das ist mein zweiter Punkt jetzt, operieren beide mit Zahlen. Und jeweils Zahlen, wie gesagt, das zweite Video macht es bewusst und das erste operiert damit. Es sind immer ganz bedrohliche Zahlen, die ein unmittelbares Eingreifen und eine Notsituation suggerieren. Und es wird offen gelassen, woher diese Zahlen kommen. Ganz interessant ist ja bei dem zweiten Video von der Weltmeisterschaft in Südafrika mit den 40.000, habe ich noch 5 Minuten? Ah, okay. Mit den 40.000. Ich weiß nicht, ob sich die eine oder der andere in dem Raum an die Weltmeisterschaft in Deutschland erinnern. Da waren es auch 40.000 Zwangsprostitutionen, die vorhergesagt wurden, die dann aber nicht auftauchten. Und 4 Jahre später waren diese 40.000, wurden sie in Südafrika auch wieder angesagt. Also diese 40.000 hat es irgendwie an sich. Und niemand weiß, woher die Zahl kommt. Das muss man dazu sagen. In der europäischen Realität gibt es jedoch keine einheitlichen, europaweiten oder gar globale, transparente oder nachvollziehbare Daten zum Menschenhandel. Nur als Beispiel, allein in der EU gibt es in jedem Mitgliedstaat unterschiedliche Methoden der Datenerhebung. In Deutschland werden zum Beispiel Daten von Menschenhandelsopfern durch abgeschlossene polizeiliche Ermittlungsverfahren erhoben. In den Niederlanden wiederum erstellt Comensha, eine spezialisierte Fachberatungsstelle, eine statistische Übersicht aller Klientinnen und Klienten in Frauenhäusern, in Fachberatungsstellen und so weiter. Und unabhängig davon, ob diese mit der Polizei zusammenarbeiten oder nicht. In Rumänien wiederum wird durch das beim Innenministerium angegliederte Agency Against Trafficking in Person, also eine spezialisierte Polizeieinrichtung, die operieren eine zentrale Datenbank personenbezogener Daten vermuteter und tatsächlicher rumänischer Opfer von Menschenhandel, und die werden über die jeweiligen Regionalzentren identifiziert. Also es gibt so ganz unterschiedliche Daten, die erstmalig 2003 durch Eurostat zusammengeführt wurde und die aber auch aufgrund dieser unterschiedlichen Erhebungspraxis überhaupt nicht vergleichbar sind. Und auch Eurostat und die Europäische Kommission war recht enttäuscht, weil sie dann doch sind jeweils jährlich vierstellige Daten, die jeweils, Dankeschön, unter den vorherigen Schätzungen weit zurückbleiben. Also die Schätzungen waren viel höher. Mein dritter Punkt ist, und der ist ein bisschen tricky, das ist die Identifizierung im Menschenhandel. Die hängt mit der geringen Anzahl, die offiziell gefunden werden von gehandelten Menschen, zusammen. Je weniger die Schätzungen mit den realen Zahlen zusammenkommen, umso mehr versucht gerade die EU durch die Richtlinie, die Neile noch erklären wird, die EU-Strategie, aber jetzt im letzten Jahr haben sie noch mal eine extra Handreichung für Identifizierung von Opfern nachgeschoben, damit die Mitgliedstaaten mehr die Opfer erkennen können. Dadurch ist Menschenhandel eines der wenigen Verbrechen, in denen die Behörden schwerpunktmäßig versuchen, Opfer zu finden anstatt Täter. Und Opfer von Menschenhandel stehen dadurch auch vor einer schwierigen Situation, weil sie sich ja erst behördlich qualifizieren müssen, um überhaupt in Opfer
Schutzstrukturen zu kommen. Also man muss sich das im Bereich Gewalt gegen Frauen so vorstellen, dass eine Frau erstmal zur Polizei gehen muss und nachweisen muss, sie ist vergewaltigt worden, damit sie überhaupt in eine Beratung kommt oder in ein Frauenhaus kommt. Das ist da die analoge Verfahren im Menschenhandel. Diese Umkehrung eines menschenrechtsbasierten Ansatzes verletzt nicht nur die informationelle Selbstbestimmung und die Privatsphäre von Betroffenen, weil die Daten werden natürlich gesammelt und auch weitergeleitet, sondern sie verhindert natürlich vor allen Dingen den Zugang, den anonymen Zugang von Betroffenen in Schutzstrukturen. Ich komme dann jetzt zum Ende, ich werde jetzt ein bisschen kürzen. Was wir brauchen, um nicht so kritisch zu sein, um auch zu sagen, wir können den Menschenhandelsframework nutzen, weil er ist mächtig, die Staaten hören uns zu, wenn wir davon reden, weil er eben auch viel Migrationskontrolle, viel Polizei und so, also es sind, alle können sich da immer was raussuchen, deswegen sollen wir ihn nutzen, aber wir müssen ihn bewusst nutzen. Wir müssen gerade, was die Identifizierung angeht, und das hat Ska Keller ganz gut bei den Flüchtlingen vorher illustriert. Und es ist im Menschenhandel nicht anders. Wir brauchen niederschwellige Einrichtungen und genug Zeit und Raum, um überhaupt, dass die Beraterin diese komplexen Geschichten, mit denen sie konfrontiert werden, überhaupt ein bisschen auseinanderklamüsern können und überhaupt schauen können, was ist da überhaupt passiert. Das kann man nicht mit einem oder zwei oder drei Beratungsgespräche. Das dauert manchmal Wochen, Monate oder Jahre. Und zweitens müssen wir wieder diesen strafrechtlichen technologischen Diskurs von Menschenhandel in einen politischen Diskurs einbetten. Wir müssen anfangen, Arbeitsstandards zu diskutieren, Ausbeutungsformen, Standards für Ausbeutung. Ausbeutung ist im Völkerrecht nicht definiert, sexuelle Ausbeutung ist im Völkerrecht auch nicht definiert. Wir wissen also im Prinzip gar nicht genau, worum es überhaupt geht, und wir brauchen einen zivilgesellschaftlichen Dialog und auch einen politischen Dialog, um genau diese Phänomene zu diskutieren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch für das Einhalten der Zeit. Nun haben Sie die Möglichkeit, kurze Verständnisfragen zu stellen, kurze Nachfragen. Bitte stellen Sie sich kurz vor, auch bei Ihrem Beitrag, dass jeder Beitrag nicht eine Minute, nicht länger als eine Minute ist. Gibt es Verständnisfragen, Nachfragen an Bärbel Uhl? Bitte. Ja, ich bin Sonja Regler und ich habe jetzt mit sehr großem Interesse Ihren Vortrag verfolgt. Ich meine, ich weiß natürlich, dass gerade wegen den unterschiedlichen Methoden der Datenerhebung man nicht wirklich klare Aussagen treffen kann über das Ausmaß von Menschenhandel. Ich würde deswegen einfach nur gerne Ihre Einschätzung fragen. Was mich interessiert ist, denken Sie, dass Menschenhandel in den letzten Jahrzehnt, sagen wir mal, zugenommen hat? Und wenn ja, welche Form des Menschenhandels? Ist es eher die Arbeitsausbeutung, die sozusagen stärker zunimmt, oder die sexuelle Ausbeutung? Danke. Ja, also die einzige offizielle Statistik, die wir zum Beispiel in Deutschland haben, ist das BKA-Lagebericht. Laut dieser Statistik ist es eigentlich seit 98 bis jetzt mehr oder weniger gleich. Also es sind so leichte Schwankungen, aber es ist kein massiver Anstieg oder Abstieg oder so. Und deswegen, wie ich das auch vorher gesagt habe, mit Zahlen kann man einfach nur alles falsch machen. Also man kann sich an die ILO wenden, die aufgrund mit Methoden, die eigentlich aus der Tierwelt kommen, mit Wahrscheinlichkeitsrechnung Schätzungen macht, mit 21 Millionen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern und gehandelten Menschen weltweit. Aber es ist alles sehr vage. Zu Ihrer zweiten Frage, auch das kann man so nicht sagen, weil interessanterweise die Arbeitsausbeutung zum Beispiel auch erst in den letzten Jahren überhaupt auf politische Fokus und behördliche Fokus. Also man kann auch nicht sagen, es gibt neue Trends, sondern man kann, wenn dann, nur sagen, es gibt jetzt, man erkennt jetzt neue Trends. Bis Anfang 2003, 2004 hat man halt Menschenhandel immer als Frauenhandel gleichgesetzt und nur die sexuelle Ausbeutung geschaut. Also insofern ist es auch das sehr schwierig zu beantworten. Ich habe vorhin schon mal gesprochen, ich bin Sozialarbeiterin und arbeite im Kindernotdienst in Berlin.
Wir sind konfrontiert mit den sogenannten Klaukindern, mit organisierter Kriminalität, mit Menschenhandel bei offenen Grenzen. Sozialarbeiter, Juristen und Polizei mühen sich seit Jahren, nicht erst seit Januar, mühen sich, diesen Drehtüreffekt zu unterbrechen. Kinder, junge Mädchen, nicht nur weibliche Kinder, sondern auch männliche, die zur Prostitution hier gezwungen werden, zum Klauen gezwungen werden. Wir versuchen das zu unterbrechen. Und die Bemühungen der Polizei, der Gerichte und auch der Sozialarbeiter sind sehr, sehr vielfältig und ehrenhaft. Aber sie werden von der Politik allein gelassen. Das ist ein Problem, das mit sozialarbeiterischen Mitteln nicht zu handhaben ist. Wir haben, also um auf Statistiken, wir führen sehr genaue Statistiken, wir streiten uns, wenn wir einfordern, die gesetzliche Regelung zur Feststellung der Personensorgeberechtigten. Da kriegen wir Dienstaufsichtsbeschwerden. Darf ich Sie bitten, die Frage zu stellen, weil jetzt gibt es nur Nachfragen. Ich wollte nur auf dieses Problem aufmerksam machen. Wenn wir vom Menschenhandel reden, reden wir auch von Kindern. Und wir reden von Kindern hier in Berlin und in Deutschland. Ich wollte darauf aufmerksam machen, dass die Diskussion dann später stattfinden soll. Okay. Haben Sie noch eine Nachfrage oder war nur ein Kommentar? Gibt es Nachfragen oder kurze Verständnisfragen? Dann würde ich gern weitergehen und zwar mit unserer zweiten Rednerin, Nayle Tanish. Sie ist Volljuristin und seit 2004 die Geschäftsführerin beim KOK. Das ist der Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess. Es ist ein Zusammenschluss von 37 Frauenorganisationen und spezialisierten Fachberatungsstellen in Deutschland und der KOK engagiert sich für die Stärkung der Rechte der Betroffenen von Menschenhandel und von gewaltbetroffenen Frauen im Migrationsprozess. Sie wird über Bekämpfung des Menschenhandels in Deutschland berichten. Noch eine kurze Anmerkung, sie hat für den KOK an verschiedenen Projekten mitgewirkt und zuletzt eine Handreichung Menschenhandel als Menschenrechtsverletzung gemeinsam mit Heike Rabe vom Deutschen Institut für Menschenrechte herausgegeben, das auch auf der KOK-Seite heruntergeladen werden kann. In den vergangenen Jahren wurde sie auch mehrfach als Sachverständige zum Thema in den Bundestag eingeladen und wie gesagt, sie wird jetzt über die Umsetzung der EU-Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels in Deutschland berichten. Bitte schön. Ja, immer schwierig, wenn man vorab Applaus bekommt, aber ich nehme das mal so hin. Vielen Dank für die freundliche Ankündigung. Ja, vielen Dank auch für die Einladung heute und ich freue mich, dass das Thema ein Teil der Gesamtveranstaltung ist. Ich werde versuchen, in diesen 15 Minuten zu bleiben, wobei es wirklich, wir haben eine Publikation erstellt, die hat mehrere Seiten und es ist arg schwierig, in 15 Minuten auf diese Richtlinie einzugehen, aber ich werde mir große Mühe geben. Ich möchte mich auf 4 Punkte konzentrieren, Ihnen ganz kurz was nochmal zum KOK sagen, obwohl das eigentlich jetzt auch wunderbar schon vorgetragen worden ist. Das kann ich abkürzen, aber ich möchte es dennoch nochmal sagen, damit Ihnen verständlich ist, woher wir das Mandat haben und weshalb wir überhaupt über dieses Thema sprechen können. Dann als zweites zu den Zielen und Hintergrund der EU-Richtlinie. Einige Artikel möchte ich Ihnen kurz vorstellen und Herausforderungen und Aufgaben. Zum KOK, eigentlich im Prinzip, ja, der lange Titel ist gleich Programm und das ist wunderbar schon erwähnt worden. Das Besondere, was uns ausmacht, ist, dass wir uns eben nicht als reine Lobbyorganisation verstehen, sondern tatsächlich als Sprachrohr der Praxis. Wir haben 37 Mitgliedsorganisationen, das sind in erster Linie die spezialisierten Fachberatungsstellen für Betroffene von Menschenhandel. Das sind eben die Unterstützungsstrukturen, die Bärbel schon angesprochen hat, diejenigen, die direkt mit den Betroffenen zusammenarbeiten. Wir haben auch weitere Mitglieder, Lobbyorganisationen, Wohlfahrtsverbände, Frauenorganisationen und Zufluchtswohnungen. IFF ist beispielsweise auch Mitglied bei uns. Aber jetzt zu dem Hintergrund zu der Richtlinie. Die Richtlinie ist am 15. April 2011 in Kraft getreten und die Umsetzungsfrist, Richtlinien haben ja immer eine gewisse Umsetzungsfrist, bis wann sie umgesetzt werden müssen, ist am 6. April letzten Jahres abgelaufen. 20 der 27 Mitgliedstaaten haben die Richtlinie umgesetzt, Deutschland noch nicht.
Und ja, ich werde in meinem Vortrag quasi der Tradition sozusagen von Bärbel folgen, so wie die Richtlinie, wie Bärbel schon erwähnt hat, der Tradition der Europaratskonvention gefolgt ist. Und zwar insofern, dass die Richtlinie zum ersten Mal neben der Europaratskonvention gleichrangig die Opferrechte und den Opferschutz neben der Strafverfolgung in den Fokus gesetzt hat oder gestellt hat. Und dies ist für uns eben auch sozusagen das Leitbild und das, was ich versuchen werde, jetzt auch in den 15 Minuten darzustellen, dass eben diese Opferrechte es verdienen, mindestens gleichrangig, wenn nicht sogar darüber hinausgehend, dann auch zum Teil über die Strafverfolgung zu stehen. Und hier ist ganz wichtig, einen Perspektivenwechsel oder einen Systemwechsel anzudenken. Wie ist der Stand in Deutschland? Vielleicht haben Sie es letztes Jahr verfolgt. Ein Gesetzesentwurf existierte letztes Jahr. Es gab eben einen starken politischen Druck, dass auch in Deutschland diese Richtlinie zügig umgesetzt werden sollte. Aufgrund dessen wurde dann im Bundestag am 27. Juni der Gesetzesentwurf angenommen, obwohl am 24. Juni, kurz zuvor, alle Sachverständigen, die angehört worden sind im Rechtsausschuss des Bundestages, sich gegen diesen Gesetzesentwurf ausgesprochen haben. Sie hatten alle unterschiedliche Gründe, alle unterschiedliche Aspekte, aber alle haben sich hiergegen ausgesprochen. Es mündete dann aber auch darin, dass zwei Tage vor der Bundestagswahl der Bundesrat dann einen Vermittlungsausschuss oder den Vermittlungsausschuss angerufen hat, weil der Bundesrat eben gesagt hat, so der Gesetzesentwurf, wie er jetzt vorliegt, entspricht eben nicht den Vorgaben der Richtlinie. Aufgrund dieser Einberufung des Vermittlungsausschusses war die Folge eben, dass wir neu in dieser Legislaturperiode, dass es neu verhandelt werden muss. Das begrüßen wir als KOK sehr stark. Wir haben von Beginn an gesagt, es ist nicht wichtig, schnell einen Gesetzesentwurf zu stricken, sondern ein gutes Gesetz zu machen. Und dieses gute Gesetz lag eben nicht vor. Das möchte ich Ihnen jetzt im Folgenden vorstellen, weshalb nicht. In Artikel 1 werden die Mindestvorschriften zur Richtlinie eingeführt und auch gleich im Artikel 1 die Bestimmungen des Opferschutzes und zur Stärkung der Prävention. Der Artikel 1 beschäftigt oder hat auch einen Verweis auf die Genderperspektive. Die wird auch schon in den Erwägungsgründen der Richtlinie angesprochen. Vielleicht können wir sie nachher nochmal im Rahmen der Diskussion besprechen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Das Wesentliche ist eben, dass diese Richtlinie das Opferrecht in den Mittelpunkt stellt und verkürzt gesagt, das Thema Opferrechte ist eben in Deutschland nicht im Mittelpunkt. Alle Maßnahmen oder rechtlichen Vorschriften, da gibt es auch gar nicht so viele faktisch, die es für Betroffene von Menschenhandel gibt, hängen immer davon ab, dass die Betroffenen mit den Strafverfolgungsbehörden kooperieren. Es gibt eigentlich im Grunde genommen keinen Anspruch aufgrund der menschenrechtlichen Verletzung, weder Leistungen noch aufenthaltsrechtlicher Art, sonst noch was. In Artikel 2 werden die verschiedenen Ausbeutungsformen dargestellt der Richtlinie. Das war der Teil, der im Umsetzungsgesetz auch aufgegriffen worden ist. Das Umsetzungsgesetz hat gesagt, es müssen mehr Ausbeutungsformen in Deutschland auch zukünftig strafbar sein. Bisher eben seit 2005 ist die sexuelle Ausbeutung und die Arbeitsausbeutung strafbar in Deutschland. Und die Richtlinie schreibt aber eben auch vor, dass die erzwungene Betteltätigkeit strafbar ist oder wie die Kollegin gerade gesagt hat, im Grunde genommen auch eben das Ausnutzen strafbarer Handlungen, wenn andere gezwungen werden, eine strafbare Handlung zu begehen und dies ausgenutzt wird. Darunter könnten eben auch diese Fälle, die eben beschrieben worden sind, fallen. Das würde auch unter Menschenhandel fallen, fällt es aber zurzeit eben noch nicht. Auch der Organhandel ist eine Ausbeutungsform, die dann neu übernommen werden muss.
Aber auch wenn man sich alleine diesen strafrechtlichen Entwurf anschaut, der eben erarbeitet worden ist, auch den fanden wir zu kurz gegriffen. Es gibt verschiedene Empfehlungen von Expertinnen und Experten, die ganz klar vorbringen, dass eine Gesamtreformierung der Straftatbestände notwendig ist. Den Straftatbestand Menschenhandel vor Gericht nachzuweisen, ist sehr schwierig. Ich will da gar nicht im Detail drauf eingehen. Es wird eben häufig in der Praxis auf andere Straftatbestände ausgewichen, wie zum Beispiel Vergewaltigung. Nun, man kann sagen, das ist ja nicht weiter schlimm, es ist ja auch, da kann man ja dann auch anklagen. Das Schlimme oder das Schwierige ist jedoch, dass eben alle Unterstützungsleistungen, wie ich schon erwähnt habe, sich ranken um Menschenhandel. Das heißt, dass der aufenthaltsrechtliche Status oder die Leistung, also dass diejenigen dann irgendwie alimentiert werden, während der Verfahren sich um diesen Status Menschenhandelsopfer rankt, so wie es Bärbel im Vorfeld schon ausgeführt hat. Dann gibt es noch den Artikel 11, den für uns wesentlichen Artikel. Dieser Artikel schreibt vor, dass die Opfer vor, während und nach den Strafverfahren in einem angemessenen Zeitraum auch nach den Strafverfahren unabhängig von ihrer Bereitschaft im Strafverfahren auszusagen Unterstützung erhalten sollen. Diese Situation haben wir in Deutschland nicht vorliegen. Es ist so, wir haben ein Unterstützungssystem, wir haben spezialisierte Fachberatungsstellen, dessen Finanzierung ist jedoch in keinster Weise stabil oder ausreichend und hier bedarf es ganz notwendigerweise politischen Handels. Beispielsweise haben wir in einem Bundesland eine Beratungsstelle, wo eine Kollegin vor Ort sitzt und die dann für das gesamte Bundesland verantwortlich ist. Es gibt auch noch keine ausreichende soziale Sicherung für die Betroffenen, keine ausreichende medizinischen Leistungen und auch eben die aufenthaltsrechtliche Perspektive ist auch verkürzt gesagt eben sehr schwierig, weil eben alles von der Kooperationsbereitschaft abhängt und nach Abschluss der Strafverfahren auch kein Aufenthaltsstatus mehr an sich gegeben ist. Vielleicht nochmal an einem Beispiel, das festzumachen, eine Beratungsstelle hat uns den Fall vorgetragen, dass eine Drittstaatsangehörige, also wenn Opfer von Menschenhandel betroffen sind und aus Drittstaaten kommen, bekommen sie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, infolge der Tat ihre Zähne ausgeschlagen worden sind und diesen Zahnersatz hat sie letztlich nicht bewilligt bekommen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Dann Artikel 17, auch ein wichtiger Artikel, das Thema Entschädigung, auch da sehen wir noch wesentlichen Handlungsbedarf. Beispielsweise das Opferentschädigungsgesetz erstattet keine Leistungen, die aufgrund einer psychischen Beeinträchtigung vorliegen. Oder wir sehen auch notwendige Möglichkeiten, dass das Klageverfahren vereinfacht werden soll. Ein weiterer wichtiger Artikel der EU-Richtlinie, die Einrichtung einer Berichterstattungsstelle. Die EU-Richtlinie schreibt vor, dass eine Berichterstattungsstelle oder ein gleichwertiger Mechanismus eingeführt werden soll. Diese Berichterstattungsstellen sind in verschiedenen Ländern eingeführt worden. In Deutschland haben wir noch keine Berichterstattungsstelle und auch keinen gleichwertigen Mechanismus. Wir haben hierzu eine Stellungnahme erarbeitet, das möchte ich jetzt vielleicht aufgrund der Zeit etwas abkürzen. Für uns ist es wichtig, wir gehen davon aus, dass Deutschland das machen wird oder wir hoffen es oder fordern es zumindest, dass Deutschland dringend eine solche Berichterstattungsstelle einführen soll, dass dies aber in enger Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft erfolgen soll, so wie es auch die EU-Richtlinie vorschreibt. Wir sehen es da als ganz wichtig an, gemeinsam zu prüfen, welche Aufgaben diese Berichterstattungsstelle haben soll und welches Mandat sie haben soll. Und unserer Meinung nach ist es da ganz wichtig, dass wirklich die Beobachtung und die Dokumentation des Menschenhandels über so eine Berichterstattungsstelle erfolgen sollte.
Genau, unter anderem haben wir uns in dem Projekt, eben was schon kurz erwähnt worden ist von meiner Kollegin Bärbel, im Rahmen von Date Act sehr intensiv damit beschäftigt und haben uns auch dazu Gedanken gemacht, wie könnte das denn sein, wie können wir überhaupt eben diese Statistiken sammeln, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, auch aus Sicht der Perspektive der Praxis. Und wir wollen das auch versuchen anzugehen und sehen den KOK auch da als diejenigen vielleicht als eine Organisation, die diese Daten von den Fachberatungsstellen sammelt. Ja, das schaffe ich jetzt in 3 Minuten. Für uns, was sind die nächsten Schritte? Ganz wichtig, die EU-Richtlinie umzusetzen, aber sachgerecht umzusetzen. Und vielleicht auch mal darüber nachzudenken, ob es nicht sinnvoll wäre, einen Aktionsplan einzurichten in Deutschland, nur für das Thema Menschenhandel. Das Thema Menschenhandel taucht in verschiedenen Aktionsplänen auf, zum Beispiel im Bereich Gewalt gegen Frauen. Da aber eben fehlen ganz viele Punkte. Es taucht zum Teil in dem Aktionsplan, also Kinderhandel taucht auch wieder in einen anderen auf, aber es gibt eben keinen gesamtstrategischen Ansatz. Es gibt kein kohärentes Vorgehen in Deutschland im Grunde genommen, wie da zusammengearbeitet werden kann. Und das ist im Grunde genommen das, was wir als wesentlich sehen, aber unter der Einbeziehung der Zivilgesellschaft eben unter uns. Vielen Dank. Vielen Dank. Es sind sogar noch 2 Minuten übrig. Ja, genau. Nun haben Sie wieder die Möglichkeit, kurze Fragen zu stellen und bitte stellen Sie sich wieder kurz vor. Danke. Wenn es keine Fragen gibt, kommt gleich, okay. Hallo, ich habe mich schon vorgestellt, Sonja Regler, ich bin auch Politologin. Nachdem es jetzt eine deutsche NGO sozusagen ist, KOK, würde ich gerne fragen, was die Situation der Betroffenen betrifft. Also meines Wissens war Deutschland bisher immer Transitland für Opfer von Menschenhandel oder Endstation sozusagen. Aber ich habe auch gehört, dass in zunehmendem Maße Deutschland auch Herkunftsland ist sozusagen. Also dass da für die Opfer von Menschenhandel dann keine Grenze überschritten wird. Ich würde gerne fragen, inwiefern haben Sie dazu Informationen vorliegen? Ist das im Anstieg oder gibt es überhaupt substanzielle Informationen dazu? Ja, vielen Dank für die Frage. Das stimmt. Also Menschenhandel, das ist vielleicht noch mal kurz zu erklären, das ist immer etwas irreführend, finde ich persönlich, auch vom Begriff, zumindest wie es in Deutschland strafrechtlich erfasst wird. Das wird eben anders als international definiert. Menschenhandel braucht in Deutschland keinen Grenzübertritt. Es geht tatsächlich um die Situation, dass Menschen unter Zwangsverhältnissen ausgebeutet werden. Nochmal, das ist eben nochmal ganz wichtig und wir grenzen da auch ganz stark ab zu dem Thema Schmuggel, das ist Schmuggelei oder wie auch immer, das ist Schleusung, genau, mich jetzt gerade versprochen, Schleusung, genau, da sehen wir eben das sehen wir als etwas anderes an. Zu den deutschen Betroffenen, das stimmt, nach den eben erwähnten Zahlen auch des Bundeslagebild sind die Zahlen recht hoch von deutschen Betroffenen. Was da die Ursachen sind, wir haben uns da versucht zu beschäftigen, wir haben dazu eine Expertise gemacht, die finden Sie auch bei uns auf der Webseite von Susanne Müller-Güldemeister. Es ist tatsächlich so, dass in den Beratungsstellen auch viele, dass es viele deutsche Klientinnen gibt. Ob es jetzt ein Anstieg existiert, das vermag ich nicht zu beurteilen. Das kann aber auch unter anderem mit der Regelung des Straftatbestandes zusammenhängen. Und zwar in § 232 Absatz 1 Satz 2 ist es so, dass zwischen 18- bis 21-Jährige, wenn sie zum ersten Mal in die Prostitution oder sexuelle Ausbeutung gebracht werden, quasi als, dass das unter Menschenhandel fällt und dass es nicht, dass dieses Zwangselement, was ich vorher beschrieben habe, eben nicht notwendig ist. Das könnte eine Ursache dessen sein, dass eben diese Zahlen da auch höher sind oder es gibt eben dieses in der diskutierte Phänomen des sogenannten Loverboys. Das ist kein neues Phänomen, sondern wurde von der Praxis auch schon seit vielen Jahren auch diskutiert.
Genau, also ich kann Ihnen da leider auch keine Trends sagen, aber es ist auf jeden Fall so, dass es auch ein Bereich ist. Genauso wie Sie das eben, wenn ich das nochmal ganz kurz sagen darf, auch der Bereich minderjährige Betroffene, der wird auch verstärkt von den Fachberatungsstellen an uns herangetragen, dass, ja, dass es eben tatsächlich natürlich auch minderjährige Betroffene von Menschenhandel gibt. Und vielleicht das noch ganz kurz zu sagen, da gibt es auch keinerlei, im Grunde genommen in Deutschland keinerlei gesetzliche Maßnahmen und nichts, was man da machen kann. Also nichts, was da im Prinzip geregelt ist, wie kann man damit umgehen, was kann man für die Minderjährigen tun. Ganz klar ist da unserer Meinung nach, dass diejenigen auf jeden Fall einen Aufenthaltsstatus bekommen sollten. Also sowieso natürlich alle Opfer von Menschenhandel, aber auch gerade aufgrund des Kindeswohlaspekts Minderjährige. Und das ist faktisch aber eben noch nicht die Situation. Weitere Fragen gibt es? Jetzt in diesem Zusammenhang interessieren, ich bin Eleonore Breutzmann, wie du den Einfluss der Greta-Kommission auf die deutsche EU-Richtlinie eventuell einschätzt. Bringt es Vorteile, diese Überprüfung durch die Greta-Kommission? Das wäre natürlich sehr wünschenswert. Ja, wurde gerade gesagt, ich soll noch mal ganz kurz sagen, wer Greta ist. genau. Es gibt eben diese Europaratskonvention, die hat Deutschland letztes Jahr ratifiziert. Und diese Europaratskonvention zur Bekämpfung des Menschenhandels hat einen Monitoring-Mechanismus. Das ist eine Expertinnen- und Expertengruppe, die sogenannte eben Greta-Gruppe, die in die verschiedenen Länder reist, die die Europaratskonvention ratifiziert haben und dort, ja, quasi analysiert, wie die Situation ist, inwieweit die Konvention umgesetzt worden ist in dem jeweiligen Land. Und jetzt ist es so, eben wie meine Kollegin sagt, dass Deutschland jetzt quasi in diesem Überprüfungsmechanismus ist. Greta hat sich angekündigt, wir haben den Fragebogen erhalten von Greta und es wird auch einen Länderbesuch geben im Sommer diesen Jahres. Und ja, ich denke, also im Rahmen dieser Umsetzung der EU-Richtlinie ist es auf jeden Fall vorteilhaft, dass das jetzt zusammenfällt mit dem Greta-Besuch. Man sieht es anhand schon der Fragen, das sind immer die gleichen Fragen, die gestellt werden. Da wird nämlich ganz klar gefragt, wie setzt das jeweilige Land menschenrechtlich gesehen quasi Opferschutz und Opferrechte um? Also für mich ist Opferschutz auch nochmal was anderes als Opferrechte. Wie ist da der menschenrechtliche Standard? Und da sehen wir eben noch ganz großen Bedarf und wir hoffen uns tatsächlich durch diesen Greta-Besuch, dass wir da einfach nochmal Aufmerksamkeit erzielen und da nochmal öffentlich darauf aufmerksam machen können. Soziologin, hört man mich? Ja? Okay. Ich habe eine vielleicht etwas spitzfindige Frage. Also Handel impliziert doch eigentlich Kauf und Verkauf. Und wenn ich jetzt gehört habe, dass es auch darum geht, dass Kinder zum Betteln geschickt werden, dann ist das vielleicht gar nicht gegeben. Und dass es vielleicht die eigene Familie ist. Und da wollte ich einfach fragen, ob vielleicht der Begriff erweitert werden müsste. Ja, genau, das sehen wir auch so, dass der Begriff, die Ausbeutungsform eben erweitert werden müssen, dass es aber auch insgesamt die Tatbestände anders sortiert und anders aufbereitet werden müssen. Eben zum Beispiel genau, weil diese Ausbeutungsformen noch nicht strafbar sind, das wird aber, denke ich, das wird auf jeden Fall, also das ist, glaube ich, Konsens, das wird auf jeden Fall in Deutschland umgesetzt werden, aber auch klarer eben auch, wie Bärbel schon gesagt hat, klarer zu definieren, was Ausbeutung ist, was schwere Ausbeutung ist. Also wir haben im Auftrag des BMAS eine Studie erarbeitet zum Thema Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung und dort wurde auch eine Pyramide erarbeitet und letztlich festgestellt, dass eben nur die Spitze dieser Pyramide Menschenhandel zum Zweck der Arbeitsausbeutung ist und dass viele Fälle, die darunter liegen, schwere Arbeitsausbeutung, also Lohnwucher zum Beispiel auch oder Grenzfällen von Arbeitsausbeutung bislang im Grunde genommen noch nicht zum Beispiel unter diesem Straftatbestand erfasst werden. Und
wir sehen das auf jeden Fall so, dass das ja, verbessert werden muss. Aber, das muss ich eben auch immer wieder sagen, für uns ist eben nicht nur die Reformierung des Straftatbestands das Entscheidende, sondern es muss im Einklang gehen mit einer Stärkung der Opferrechte. Und wenn Deutschland da jetzt eben diese Chance verpasst, im Grunde genommen sehen wir das als ja nicht nur sehr bedauerlich an, sondern dann müssen wir wieder eben lange warten, und für die Praxis drängt es eben jetzt. Gibt es denn einen Zeitrahmen für Deutschland, bis wann das durch sein muss? Ja, also die Frist ist, wie ich eben schon gesagt habe, abgelaufen im April letzten Jahres. Theoretisch ist es halt möglich, dass Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet werden. Also wir haben letzte Woche angerufen bei der Kommission und bei der Pressestelle, und uns wurde gesagt, Deutschland hätte gesagt, es hat ja, hätte teilweise die EU-Richtlinie umgesetzt. Ich habe mich gewundert, wieso, also, aber so die offizielle Mitteilung. Ich denke schon, dass, also man sieht, also man kann es ja auch aus dem Koalitionsvertrag lesen, und ich denke schon, dass dieses Jahr was passieren wird. Danke. Gibt es noch weitere? Hier ist das Mikrofon oder da? Geht es? Danke. Human Traffic as doesn't matter if it's women trafficking or migration trafficking or children trafficking, is a huge problem, economic problem, behind this huge amount of money that is going on. Of course, it's legal, social, but I think we have to think also about economic as the drug. So what is possible to do? Because money is going on between one country to the other country, in the bank, within the bank. So I think if we touch also this huge economic problem that is behind, maybe, because it's a huge economic problem. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also der andere Bereich, den ich eben auch, also natürlich hängt das alles mit Geld zusammen, und die Menschen, die das quasi, warum sie in diese Situation geraten sind, wollten ja im Grunde genommen auch Geld verdienen. Und genau dieser Fokus, diese Menschen zu entschädigen, ihren Lohn einzuklagen, Schadensersatzansprüche geltend zu machen, ist eben auch bislang, kommt noch eben bislang, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern noch zu kurz. Dazu gab es eben zum Beispiel verschiedene Projekte. Wir waren Teil eines europäischen Projekts, was von La Strada koordiniert worden ist, Compact. Und ja, auf jeden Fall sollte man einerseits gucken, wie können wir die Betroffenen entschädigen, wie können wir sie unterstützen. Und dieser zweite oder dritte Schritt sozusagen wurde eben leider oft vergessen. Aber auch zu gucken, welche Möglichkeiten gibt es tatsächlich, an dieses Geld ranzukommen. In Deutschland wäre es zum Beispiel die Möglichkeit, sich nochmal genauer mit dem Thema Vermögensabschöpfung zu befassen, also das, was man abschöpfen kann von den Täterinnen und Tätern, ob es da nicht irgendwelche Möglichkeiten gibt, geben könnte, das nicht nur einfach in den Haushalt, der quasi des jeweiligen Bundeslandes einfließen zu lassen, sondern vielleicht auch in Beratungsstellen oder eben für Betroffene, für die Kompensation von Betroffenen. Vielen Dank. Ich möchte jetzt zu unserer dritten Rednerin überführen. Es ist Barbara Lochbieler. Sie war 7 Jahre lang Generalsekretärin der Women's International League for Peace and Freedom in Genf und von 1999 bis 2009 Generalsekretärin der deutschen Sektion von Amnesty International. Seit 2009 ist sie nun Abgeordnete im Europäischen Parlament bei den Grünen und seit Oktober 2011 auch Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Europäischen Parlament. Sie wird über die Herausforderungen der EU-Institutionen sprechen, um das Thema Menschenhandel effektiv anzugehen. Bitte, Barbara. Dankeschön. Und ich wollte noch mal auf das Anfangsplenum zurückgehen. Da hat die Expertin aus der Slowakei gesagt, wie wichtig es ist, diese EU-Richtlinien und Verordnungen zu haben, um ein Druckmittel gegenüber einem Mitgliedstaat zu haben, sollte sich dort die Politik ganz anders verhalten.
Das wollte ich jetzt nur vorausschicken, weil wir haben jetzt ja von den sehr exzellenten Expertinnen gehört, die Richtlinie, die Verordnung, da kann man dieses Gremium machen und das ist manchmal erdrückend. Ich habe ja den Luxus, jetzt nicht Expertin sein zu müssen, sondern nur Politikerin, aber ich wollte es nochmal zusammen unterstreichen, dass man diese Richtlinien handhaben muss und beeinflussen muss, weil sie eigentlich in der politischen Umsetzung sehr wichtig sind. Und das ersetzt eben nicht den Protest, das meine ich gar nicht, aber man muss diese Richtlinien, man muss sich damit auseinandersetzen. Warum kümmere ich mich um dieses Thema jetzt verstärkt? Ich bin Menschenrechtspolitikerin und habe eben gesehen, dass da Menschen, die Opfer von Menschenhandel sind, eben immer wieder extremster Ausbeutung ausgesetzt sind. Ich habe aber auch gesehen, obwohl es diese sehr gute EU-Menschenhandelsrichtlinie von 2011 gibt, die Sie ja beide vorgestellt haben, gibt es im Parlament meiner Meinung nach keine gezielte Bearbeitung dieser Empfehlungen oder des Problems. Darum wollte ich mich eben der Frage auch stellen und vielleicht auch Antworten finden, wie man das ändern kann. Also wir haben innerhalb der EU auf dem Papier eine sehr gute Politik, um Menschenhandel besser zu bekämpfen. Das wäre meine Einschätzung. Und auch, das ist ja auch angeklungen, in diesem Dokument ist der Fokus auf dem Schutz der Opfer und nicht auf einem Sicherheitsargument oder sicherheitspolitischen Maßnahmen. Wäre jetzt meine Einschätzung. Ich verstehe es deshalb nicht, warum die deutsche Regierung, die letzte Regierung unter einer liberalen Justizministerin, es aktiv nicht geschafft hat, diese Richtlinie umzusetzen, weil der Hauptkritikpunkt an der deutschen Umsetzung war, es hat nicht genügend zum Opferschutz. Und man hat einfach argumentiert, man hätte schon genügend Opferschutz. Und ich denke, es ist notwendig, dass die jetzige Regierungskoalition schnell, auch der neue Teil der Regierung, die Sozialdemokratie, darauf hingewiesen wird, dass sie zumindest auf EU-Niveau kommen soll, sich nicht vom Innenministerium wieder was abhandeln lassen. So, jetzt haben wir dieses Papier und die EU hat auf diesem Papier jetzt eine Strategie entwickelt. Die gibt es seit 2012 und die hat 5 Prioritäten. Die Schutz und Unterstützung der Opfer, bessere Präventionsmaßnahmen, stärkere strafrechtliche Verfolgung, das Erkennen von Menschenhandel und mehr Kohärenz in der Politik. Und natürlich sollte man auch immer weiter forschen, damit man effektive Reaktionen haben kann auf neu auftretende Probleme und Phänomene. Also auch hier würde ich das positiv bewerten, dass Menschenhandel nicht nur gesehen wird in dieser Strategie, wie geht man gegen strafbare Handlungen vor, sondern es ist viel breiter. Es ist nicht nur die organisierte Kriminalität. Jetzt hat letztes Jahr im April die Kommission einen ersten Bericht gegeben, wie sie die Situation europaweit sieht. Jetzt habe ich Ihnen zugehört, Frau Uhl. Sie haben gesagt, die Datenlage ist unausgegoren. Jetzt hoffe ich mal, dass es zumindest Anhaltspunkte sind, die uns die Zahlen da geben. Also das ist von Eurostat erhoben worden. Die haben erstmal ein schlechtes Resümee gezogen, dass die Opferzahl zwischen 2008 und 2010 um 18% gestiegen ist und dass es gleichzeitig zu 13% weniger Verurteilung von Menschenhändlern gekommen ist. Also, und da sieht man ja, dass die Politik, die man dann vielleicht bisher gemacht hat, nicht fruchtet. Denn nur wenn sie die Täter bekämpfen können, kann man dieses Problem sinnvoll bekämpfen. Und das ist ja wieder im Umkehrschluss das, warum Sie ja das auch so stark einfordern. Wenn die Opfer nicht sicher sind, die Täter der Polizei auszuliefern, weil sie nämlich abgeschoben werden, gibt es keine Anklagen und ergo auch keine Strafverfolgung. Sonstige Ergebnisse dieses ersten Berichtes. 68% der Opfer sind Frauen, 12% Mädchen, 17% Männer, 3% Jungen. Die Gründe, stellt der Bericht fest, überwiegend 62% sexuelle Ausbeutung, 25% Zwangsarbeit und die weiteren sind Organentnahme und Kinderhandel. 61% der Opfer stammen aus EU-Staaten, hier besonders aus Rumänien und Bulgarien, 14% aus Afrika mit einem eindeutig sichtbaren Schwerpunkt aus Nigeria, 6% aus Asien, besonders aus China,
5% aus Lateinamerika und 25% der Menschenhändler sind männlich. Wir haben im Europäischen Parlament einen Ausschuss eingesetzt, einen Sonderausschuss, der sich mit dem organisierten Verbrechen, der Korruption und der Geldwäsche beschäftigt hat. Der hieß CRIM. Das ist vielleicht, was die Frau Annalisa Milani vorher nachgefragt hat oder angesprochen hat, diese enormen Gewinnmarschen und diese Notwendigkeit, dieses vielleicht auch illegale Geld waschen zu müssen. Das kommt da auch vor. Dieser Bericht ist im September 2013 vorgestellt worden und hat sicher auch Empfehlungen, die kenne ich jetzt aber nicht im Einzelnen, muss ich sagen, wie man organisiertes Verbrechen und Geldwäsche und so weiter bekämpfen kann. Das müsste man, kann man dort nachlesen. Der Bericht kommt aber auch zu dem Schluss im Parlament, dass wir 880.000 Zwangsarbeiterinnen geschätzt ungefähr in der EU haben. Leider macht der Bericht keine weiteren Aussagen, was man jetzt machen soll, sondern er stellt es nur fest. Und ich glaube, hier müssen wir Abgeordnete vielleicht auch in der nächsten Legislaturperiode mal uns überlegen, was macht man eigentlich jetzt mit so einer Erkenntnis. Da das ein Sonderausschuss war und der nicht weiter besteht, muss man sich also fragen, ob man, wie man das weiter bearbeiten kann. So, wie reagiert jetzt die Kommission, die wieder die Malmström, die Innenkommissarin darauf? Sie kritisiert zum Beispiel jetzt in der Umsetzung dieser Richtlinie, dass vor allem es daran fehlt, dass es noch nicht in nationales Recht umgesetzt wird. Ich weiß es nicht auswendig, die Länder, die das noch nicht ratifiziert haben, wissen Sie das? Weil dann könnten wir, also das, was wir jetzt in Deutschland zu tun haben, das ist ja klar geworden, aber vielleicht, weil ja auch Frauen aus anderen Ländern da sind, darauf muss gedrängt werden, dass die in nationales Recht umgesetzt wird. Und die Malmström, also die Kommission selber sagt, sie kritisiert, dass die meisten Länder nach wie vor nur auf die Verbrechensbekämpfung setzt, aber nicht auf die Opferrechte. Das heißt, auch einem Opfer von Menschenhandel muss man zugestehen, Sozialrechte, Aufenthaltsrechte, Arbeitnehmerrechte und Entschädigungsrechte, und das will niemand. Oder die, also Deutschland ist das, glaube ich, der Hauptwiderstand auf dem politischen. Und ich denke, man muss fordern, dass in jedem nationalen Umsetzungsrecht ein eigener Aufenthaltstitel drin sein muss für Personen, die bereit sind, gegen die Menschenhändler auszusagen. Sie haben auch ein Recht auf staatliche Entschädigung und man muss wirklich Rahmenbedingungen setzen, dass sie Lohn- und Schadensersatz einklagen können. Wir haben jetzt immer also das kritisiert, dass man nicht nur auf sicherheitspolitische Maßnahmen setzt, das ist auch richtig, aber gleichzeitig haben wir es eben auch mit Schleppern und Menschenhändlern zu tun. Deshalb muss man sich auch anschauen, wie kann ich organisiertes Verbrechen bekämpfen. Und da gehört eben polizeiliche Verfolgung dazu und auf Europaebene müssten die noch besser koordiniert werden und sie müssen sich besser vernetzen mit nationalen. Es gibt eine Ausweitung der juristischen Verfolgung, dass man also einen, auf Europaebene einen gleichen oder einheitlichen Rechtsrahmen hat und man muss natürlich Korruption und Geldwäsche intensiv bekämpfen. Ich selber habe das festgestellt, ich habe eingeladen zu einer Anhörung zu diesem Thema und hatte dann auch jemand von Europol eingeladen. Und eigentlich hätte ich auch jemand von Frontex einladen müssen, weil auch Frontex im Mandat der Arbeitsaufgabe eben organisiertes Verbrechen bekämpft und auch selber von sich aus immer sagt, dass sie das tun und dass sie deshalb das viele Geld brauchen von unserem Ausschuss, von unserem Parlament. Und ich denke, da würde ich so sagen, da habe ich einen Nachholbedarf, dass ich mir nochmal genauer anschaue, wie diese Einrichtungen arbeiten. Weil wir Grünen haben diesen Bericht zur CRIM nämlich abgelehnt. Nicht, weil wir die alle 7/8 gut fanden, sondern weil wir diesen Punkt zur sicherheitspolitischen
Variante, die da drin waren, die Forderungen, die haben wir abgelehnt, weil wir haben gesehen, dass man undifferenziert in diesem Bericht Migrantinnen stigmatisiert, wenn man sie also dann als Teil der Kriminellen angesehen hat, weil der Datenschutz nicht ausreichend war und wir haben immer noch gesehen, dass es zu viel Überwachung und Repression gibt. So, jetzt in 5 Minuten. Ganz schnell, also die UN-Konvention ist die Grundlage zur Verbrechensbekämpfung und die hat 2 Unterprotokolle oder Zusatzprotokolle. Der eine ist der Handel von Personen, speziell Frauen und Kinder, und der zweite ist Schmuggel von Migranten und Migrantinnen. Und die EU tut das Richtige, indem sie das erste Protokoll umsetzt in diesen Richtlinien, dass sie die schützt, die Personen, die Opfer vom Menschenhandel geworden sind. Sie tut aber bei dem zweiten Zusatzprotokoll genau das Gegenteil, was in der UN-Konvention vorgesehen ist. Sie kümmert sich nicht um den Schutz von Migranten und Migrantinnen, die ohne Aufenthaltsstatus zu uns kommen, sondern irregulär her sind, sondern sie bekämpft sie massiv. Deshalb hat sie einen Widerspruch in sich, wenn sie nicht die Verfolgung der Migranten und Flüchtlinge aufhört, sondern weiter so macht, dass jeder, der ohne Berechtigung zu uns kommt, kriminalisiert wird. So lange traut sich da niemand zu sagen, dass er Opfer von Menschenhandel ist. Und das müssen wir aufbrechen. Und das sehe ich als eine große politische Aufgabe, wo wir wirklich andere politische Verhältnisse brauchen dort. So, jetzt noch ganz kurz zur EU-Binnenmigration. Eine Erkenntnis ist ja auch, dass viele Opfer von Menschenhandel aus Europa selber kommen, aus Rumänien und Bulgarien. Und 2/3 der Opfer des Menschenhandels in der EU stammen aus diesen Ländern. Und wenn auch die Datenlage da immer noch schlechter ist, dann darf man sich nichts vormachen. Der überwiegende Teil, zumindest der Menschen, die in Menschenhandel kommen aus Bulgarien, sind Roma. Ähnlich verhält sich das in Rumänien. Und deshalb ist es wichtig, auf EU-Ebene den Zusammenhang herzustellen, was haben wir für Programme zur Roma-Integration, da gibt es eine eigene Strategie, mit dieser Menschenhandelsbekämpfung. In beiden EU-Politiken gibt es keinen Querverweis. Am 8. April ist der Roma-Tag, der international ist, gibt es auch in Berlin eine ganze Reihe von Themen, wo man da sich noch kundig machen kann. Also hier müssen wir etwas zusammenbringen. Und ich sage nicht, dass das ganze Problem jetzt ein Roma-Problem ist, aber wir müssen hier nochmal speziell hinschauen, welche Art von Hilfeleistungen wir dann der Bevölkerungsgruppe, der Opfergruppe entgegenbringen müssen. Und wir müssen uns auch nichts vormachen, wenn wir uns die Tätergruppen anschauen, so kommt auch ein großer Teil der Täter aus der gleichen Clanstruktur wie oft die Opfer. Das kann man sich dann im Einzelnen anschauen, wenn man sich schaut, wo die Herkunft und Ansiedlungsgruppen sind, aus Bulgarien und dann Duisburg, Dortmund, Mannheim oder auch Neukölln. Und damit sage ich jetzt nicht, dass die Menschen, die aus extremer Armut nach Europa kommen, alle bei den organisierten Schleppern sind. Aber wir beschäftigen uns jetzt nur mit diesem Teil. Die Mehrheit sind es vielleicht nicht, aber viele aufgrund der Elendsverhältnisse, in denen die leben, ist es so. Und wenn ich noch mal einen Satz sagen darf, wenn wir uns anschauen, wie die größte ethnische Minderheit in Europa lebt, dann haben die Entwicklungszahlen, nämlich die Roma und Sinti, wie in einem Dritte Weltland. Keinen ausreichenden Impfschutz, Analphabetenraten bis zu 80% bei Frauen und Kindern, Sonderschulsysteme, die hätte man früher als Bantu-System in einem Apartheid-Afrika angeschaut. Und deshalb müssen wir hier auch das wirklich nicht die Roma bekämpfen, sondern die Armutsverhältnisse, in denen sie leben. So, also ich denke, da müssen wir noch schauen. Sie haben das vorher angesprochen von der, sie ist nicht mehr die Sozialarbeiterin vom kämpferischen Frauenrat, die aber auch Sozialarbeiterin ist. Auch da müssen wir in der Sozialarbeit, wie das zum Beispiel in Dortmund die Fachhochschule tut, eigene Formen der zugehenden Sozialarbeit entwickeln, dass die Personen selber wissen, welche Hilfsleistungen bei uns gibt. Okay, also dann würde ich nochmal zusammenfassen. Ich denke, wir müssen im Europäischen Parlament
entweder es schaffen, eine eigene Arbeitsgruppe zu gründen, die aus jedem Komitee besteht. Frauen, Menschenrechte, Innen. Wir müssen vielleicht auch innerhalb der Kommission anregen, dass sie regelmäßig Frontex, Europol, OLAF heißt die Gruppe, das ist eine Organisation, die setzt sich mit Betrugsbekämpfung auseinander, dass die sich zusammensetzen. Und wir müssen nochmal diesen Krim-Ausschuss anschauen, welche Empfehlungen er machen kann. Und dann muss ich wirklich abwarten, wie die Parlamentsverhältnisse auch im Europaparlament sein werden, dass man vielleicht eine Mehrheit hinkriegt, einen kontinuierlichen Ausschuss oder eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die sich mit dem befasst. Und als Einzelabgeordnete oder vielleicht auch andere Abgeordnete könnten wir durchaus auch mal einen Bericht schreiben, der dann Empfehlungen abgibt für all diejenigen, die sich jetzt mit Menschenhandel beschäftigen. Nächsten Sommer muss die Kommission einen Zwischenbericht geben, wie weit man in den einzelnen Ländern gekommen ist. Und das ist eigentlich die beste Zeit, nochmal die politischen Forderungen nachzuhalten und auch vielleicht weitergehende Forderungen zu stellen. Danke. Vielen Dank, Barbara. Auch hier die Zeit war auch sehr diszipliniert. Vielen Dank. Nun haben Sie wieder die Möglichkeit, kurze Nachfragen zu stellen und Verständnisfragen, bevor ich dann für das gesamte, mit dem gesamten Podium die Diskussion eröffne. Bitte schön. Gibt es Verständnisfragen oder Nachfragen? Ah, Entschuldigung. Könnten Sie bitte zum Mikro gehen? Danke. Das mit dem 25% Männeranteil an den Menschenhändlern war nur ein Zahlendreher, oder? Entschuldigung, das sind 75%. Aber weil Sie das gerade fragen, bei einem Phänomen, zum Beispiel dort, wo Menschen, aus, vor allem Frauen aus Nigeria in die EU verhandelt werden, sind zu 90% die Händlerinnen Frauen. Die betreiben das Netz dort und auch hier. Weitere Fragen? Bitte. Ich habe noch mal eine Nachfrage zu, also ich weiß es einfach auch nicht, dieser Zusammenhang organisiertes Verbrechen, mafiöse Strukturen und die arbeiten ja nicht nur innereuropäisch, sondern teilweise auch über Europa hinaus. Diese Zusammenhänge, wie werden die denn gesehen oder auch diskutiert? Also weil dieses an die Täter ranzukommen auch, das ist ja extrem schwierig. Und ich finde natürlich richtig auf die Seite der Opfer, gerade deren Schutzwürdigkeit sehr stark abzuheben. Aber wie kommt man eigentlich an diese ganzen mafiösen Strukturen ran und was tut da die EU auch konstruktiv in dem Sinne und nicht nur im Rahmen von Frontex und so ganz andere Sachen, die sie nicht tun sollte? Vielleicht kann ich da kurz zu was sagen. Die UN-Konvention zur Bekämpfung von transnationaler Kriminalität hat auch erstmalig transnationale organisierte Kriminalität definiert und es gehört genau 3 Personen, um eine transnationale organisierte Gruppe zu gründen. Wenn man sich dann überlegt, wenn man das so runterbricht, dann ist das, was man sich so gemeinhin an transnationaler organisierter Kriminalität vorstellt, macht es so etwas weniger mysteriös oder weniger monströs. Was Menschenhandel angeht, auch hier würde ich wieder auf diese nicht vorhandenen Daten setzen. Man hat einfach wenig Überblick, wo wirklich transnationale organisierte Gruppen dahinter stehen oder wo es es ist ja auch oft ein Beziehungsdelikt. Sind oft familiäre Strukturen, nicht nur bei ethnischen Gruppen. Also es ist nicht immer so, es ist nicht immer so in dieser ganz großen, breiten organisierten Kriminalität verortet, wie man das sich so vorstellt. Ich will auch nur einen Punkt ergänzen. Also es kann unter organisierte Kriminalität fallen, aber es können eben auch Einzeltäterinnen und Einzeltäter sein. Also gerade wenn man sich zum Beispiel den Bereich Arbeitsausbeutung anschaut, aber es
ist einfach so, dass das Bewusstsein, finde ich, da noch stark fehlt. Also Ausbeutungssituationen im Pflegebereich oder im Gastronomiebereich und so weiter, das sind das keine großen organisierten Strukturen. Das können auch Privatmenschen sein, die als Täterin oder Täter dann tatsächlich in Frage kommen können, wo Menschen ausgebeutet werden. Das ist mir nochmal wichtig. Also ich bin auch nicht die Spezialistin, aber ich kann auf ein Böll-Buch oder Studie verweisen, das ich noch nicht gelesen habe, aber die Barbara unmüßig mir schon länger als Pflichtlektüre geben, mache ich aber im Sommer nach dem Wahlkampf, und zwar on Transnational Crime. Also und da ist es drin, glaube ich, in dem Buch, aber was ich auch so in den politischen Debatten erlebe, friedenspolitisch oder kriegssicherheitspolitischen Debatten. Es gibt ja drei Grundgüter, sage ich jetzt mal zynisch, bei dieser, wie diese Warnrouten da verlaufen. Das sind Drogen, Waffen und Menschen. Und je nachdem, wo es die größten Profitmargen gerade gibt, wird man mit dem oder mit dem gehandelt. Und wenn wir dann, wann kommt es auf, jedenfalls auf meinen Schreibtisch, wenn wir dann eine besondere Verwerfung in einem Land sehen, wie zum Beispiel in Mali oder überhaupt der ganze Sahel, ja, wer hat die Kontrollhoheit über die Sahelzone durch den Zerfall von Libyen und so weiter, und wie ist es mit Mali, weil oft eben Drogen und andere Güter da aus Lateinamerika eingeflogen werden, dann umgeladen werden und dann zu uns kommen. Also diese Verwobenheit, ich glaube, das muss man mit bedenken. Also ist es sehr wohl auch ein EU-außen- und sicherheitspolitisches Thema. Wirtschaftspolitisch und verbrechensbekämpfend, wie gesagt, muss ich mich erst noch mit beschäftigen. Ich habe noch eine Frage an Barbara Lochbühler. Sie sagten nach all dieser Aufzählung dieser wahnsinnskriminellen Dinge, ja, wenn wir dann dafür, ich nehme an, es ist der 25. Mai gemeint, dafür eine Mehrheit bekommen, haben Sie eine Chance, dass die Sozialdemokraten mitmachen? Also angenommen, nach dem 25. Mai haben in der EU die SPD und die Grünen, also wie immer die heißen in den verschiedenen Ländern, eine Mehrheit. Macht die SPD da mit? Also die Linken, müsste ich sagen, weil es ja so viele Länder sind. Also wobei machen sie mit? Ich würde mal sagen, bei, wenn wir das so eingrenzen, dass man also Menschenhandel bekämpft, da würde ich sogar sagen, dass Abgeordnete aus dem konservativen Spektrum auch mitmachen. Es kommt darauf an, was Sie jetzt genau sagen oder einfordern. Aber wenn jetzt, könnte ich mir schon vorstellen, das ist aber nicht nur die SPD, das sind auch die Linken und vielleicht Teile der Liberalen. Also man muss dann genau sagen, was die Forderung ist. Ja? Also wenn zum Beispiel, wenn dann die Politik ist, dass man Korruptions- und Geldwäschegesetze hat, dann muss man schauen. Da haben Sie manchmal viele und manchmal wenige. Das sind dann immer die unterschiedlichen Cluster in die Politik. Ich glaube, niemand würde sich in der offenen Debatte so allgemein verweigern, dass man das bekämpfen muss. Muss ich wirklich sagen, wir haben ja heute Vormittag gehört, wie die Rechtspopulisten agieren. Wahrscheinlich werden die offen nicht dagegen sein, das glaube ich nicht, aber sie werden sich sicher dem verweigern, weil die Opfer hier wahrscheinlich eh die Gruppe sind, die sowieso nicht der Rede wert sind für die. Okay, also jetzt... ich muss sagen, dieser Kampf, was jetzt Prostitution ist, ob man das freiwillig macht oder alles Zwangsprostitution ist, das ist wie, wissen Sie ja wahrscheinlich aus der Bundesdebatte oder deutschen Debatte auch, das ist wie ein Religionskrieg. Ja? Und wir haben zum Beispiel aus taktischen Gründen, muss ich jetzt auch nochmal an die gestrige Debatte anknüpfen, haben wir als Grüne auch da keine einheitliche Meinung. Also es gibt französische grüne Kolleginnen, die sind und mit den Schwedinnen zusammen für den absolute Verbot und die Bestrafung der Freier. Und andere sagen, nein, man muss Arbeitsbedingungen schaffen, dass die Prostituierten bessere Bedingungen haben. Das war übrigens meiner Einschätzung nach der Grund, das wurde ja auch gestern im Plenum genannt, warum dann am Ende der Gleichstellungsbericht abgelehnt wurde mit 8 Stimmen.
Nein, der letzte Woche, der war nicht so prominent, da hat man eben gedacht, aber weil das so eine konfrontative, dann war in diesem ganzen langen Bericht, der so viele gute Sachen auch hätte, war aber ein Paragraph, ja oder nein zur Prostitution, und daran hat sich das Stimmverhalten entschieden, und ich glaube, im Nachhinein muss ich wirklich sagen, war es taktisch falsch, dass wir uns als Grüne enthalten haben, weil es hatten eben nur 8 Stimmen gefehlt. Ich möchte hiermit offiziell das Podium eröffnen. Ich sehe, es geht schon an alle Rednerinnen, und ich werde auch die Flüsterdiskussion jetzt, glaube ich, nicht machen, damit wir eine schöne halbe Stunde noch haben zur Diskussion. Das heißt, es können also längere Fragen auch gestellt werden, und durchaus an alle Rednerinnen. Danke. Bärbel wollte noch kurz was anfügen, ja. Ja, ich wollte nur Bezug nehmen auf das, was Frau Lochbiller gesagt hat, und auch die Teilnehmerin hinten, nachdem sie gefragt hat, was so bei Menschenhandel muss ja irgendwer verkauft werden. Und ich würde ganz gern nochmal allgemein das Problembewusstsein in dem Raum schärfen, dass das Wort Menschenhandel ein absolut unadäquater Begriff ist. Man kann keine Menschen handeln. Punkt. Es ist ein historischer Begriff. Ich war damals in den 90er Jahren mit vielen Menschenrechts-NGOs, wir haben sehr stark Lobby gemacht, dass wir diesen Begriff loswerden, dass wir zum Beispiel die Migrant Workers Rights Convention rechtsverbindlich schaffen, anstatt sozusagen diesen ganzen Diskurs aus dem 18. Jahrhundert ins 21. Jahrhundert mit rüberzubringen. Wenn man sich die einzelnen Elemente anschaut, mit Anwerbung, laut Palermo-Protokoll, wenn man sich da die leichtesten Dinge rausnimmt, Anwerbung, Betrug und Ausbeutung, da ist man ganz schnell bei allen möglichen migrantischen Arbeitssituationen. Und ich würde auch sehr vorsichtig sein oder überhaupt das Problembewusstsein schärfen, wenn wir uns überlegen, wenn wir sagen, Menschen, Drogen und Waffen, Handel so zusammenzubringen, weil die politische Intervention ist, macht es denn auch. Also zum Beispiel das Action-Oriented Paper von der Europäischen Kommission hat eine Maßnahme empfohlen für die Mitgliedstaaten, dass es sogenannte Swift Action Teams gebildet werden, die in den Herkunftsländern potenziell zukünftige gehandelte Menschen schon beim Boarding erkennt, aus den Flugzeugen rausholt, dass die überhaupt nicht erst das Land verlassen und dann sofort in ein Shelter bringen, obwohl noch überhaupt kein Verbrechen stattgefunden hat. Das sind Maßnahmen, die man aus dem Drogenhandel hat. Die stülpt man auf Menschen über, und das ist natürlich überhaupt nicht adäquat. Also das sind schwierige Bereiche, die man so auseinanderfriemeln müsste. Ich glaube, es war zuerst die Kollegin hier, dann, nein? Waren die zuvor? Dann. Ja. Tut mir leid, dann wart ihr zuerst. So, zuerst? I think, Barbara, but I would like to have more clarification about this problem of money laundering and corruption, because I think it's one of the basis of the arms, drug, human traffic of human beings that are connected on this economic basis. So I think, I have an article I will send to Barbara, on which in Munich, in Slovenia, they are opening a well-being center, the name is Paradise, on which 1,200 women are going up and down. So I think the way on which the traffic of human being is very different time by time. Who is doing traffic, they know very well how to create this alternative economy, how to go inside the bank, the finance. So I think the effort of the European Union, as it is sometime with the mafia, has to be mainly on the bank, on the finance, to see where the money is going on, where the money is going through. Ich würde vorschlagen, gleich Fragen zu sammeln. Ja, bitte, nächsten. Thanks.
So my question is related to the discussion that has just been started, but I think it's still worth asking. You have already mentioned the close interrelation of poverty and crime in causing these huge problems, and I'm on the basis of this interrelation, how important or useful you think the separation of prostitution and human trafficking is on the policy level, but also on the political level, political discourse level. So how useful you think it is to differentiate between prostitution and human trafficking? Thanks. Noch kurz den Bitte nachgereicht, sich vorzustellen und an wen die Frage gerichtet ist. Danke. Mein Name ist Nora Schaumann, ich studiere Politikwissenschaften und politische Philosophie und meine Frage richtet sich an diejenige, die sich dazu berufen fühlt, sie zu beantworten. Ich möchte nach Ihrer Einschätzung fragen, was die Möglichkeiten sind oder wie gewährleistet werden kann, dass die Aufspürung und Bekämpfung von Menschenhandel nicht instrumentalisiert wird, um Flüchtlingsbewegungen und Migration zu kriminalisieren und zu illegaler Migration zu drehen. Dankeschön. Können wir die erste Antwortrunde schon machen? Oder? Okay, danke. Wer möchte zur ersten Frage? Ja? Wer möchte zur ersten Frage, würde ich gerne. Da ging es um die Kontrolle von EU-Geldern. Genau. Ich kann dazu nicht viel sagen, aber es wird jetzt in einigen Monaten von der globalen Anti-Trafficking Review ein Band herausgeben, der sich genau mit Geld und Menschenhandel beschäftigt. Das ist von der Global Alliance Against Trafficking in Women und die sitzen in Bangkok und die Anti-Trafficking Review kann man dort von der Webseite runterladen, vielleicht hilft das weiter. Die zweite Frage, ne, war Unterscheidung Prostitution, Menschenhandel, glaube ich. Gut. ja, also wie, das ist natürlich eine lange Debatte und die ist noch älter, als ich in dem Bereich bin. Und das heißt was. Aber sie ging immer auf und abwärts in den 20 Jahren, in denen ich sie verfolgt habe. Jetzt ist sie gerade wieder sehr, sehr aktuell. Also die UN-Palermo-Protokoll hat ja ganz klar gesagt, es gibt keinen Link, es sollen die einzelnen Vertragsstaaten selber entscheiden, wie sie mit Prostitution umzugehen haben. Menschenhandel war anders definiert und es wurde auch bewusst nicht als Sexual Exploitation als Oberbegriff, sondern als Exploitation, damit man auch Arbeit und Zwangsarbeit und alles mit reinnimmt. Das ist so die Grundlage, auf der man kommunizieren kann. Alles Weitere, würde ich auch sagen, ist natürlich eine sehr, sehr moralische Debatte, eine sehr emotionale Debatte. Ich denke, für die Agency, für die Handlungsmacht der gehandelten Menschen, dass sie Hilfe suchen, dass sie ihre Zwangssituation verlassen können, ist es sehr wichtig, dass man sie nicht per se in kollektive Gruppen einrastert, sondern dass alle ihre eigenen Entscheidungen über sich selber und über ihr eigenes Leben treffen können. Und von daher bin ich immer vorsichtig, wenn man so kollektive Gruppenzuweisungen macht und Gruppenbeschreibungen macht. Also das wäre sozusagen meine Antwort darauf. Ich hoffe, sie hilft weiter. Ja. Zur dritten Frage, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo die, genau. genau. Ja, es ist schwierig, weil es in der Tat, wir das auch beobachten, dass es dann leider häufig eben dieses Thema Menschenhandel quasi mit dem Ansatz, zwar wir wollen alle Menschenhandel bekämpfen, aber eben welche Maßnahmen setzen wir um, ist auch
in der Richtung verwendet wird, um eben restriktive Migrationsmaßnahmen einzuleiten. Und daher, und das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, weil ich weiß nicht, vielleicht hatte sich Barbara da auch nicht ganz, oder ich habe es irgendwie falsch verstanden. Für uns ist es ganz wesentlich, dass das Aufenthaltsrecht unabhängig von der Kooperationsbereitschaft erteilt wird. Also unabhängig davon, ob Opfer oder Betroffene von Menschenhandel eine Aussage im Strafverfahren machen möchten oder nicht, sollen sie unabhängig dessen ein Aufenthaltsrecht bekommen. Und vieles spricht dafür, nicht nur aufgrund der menschenrechtlichen Perspektive, sondern wir gehen auch tatsächlich davon aus, weil das immer ein Argument halt auch von den Strafverfolgungsbehörden ist, na, dann würden ja wahrscheinlich keine mehr aussagen. Nein, wir glauben vielmehr, diese Verfestigung würde dazu führen, dass es sogar mehr Aussagen im Rahmen der Strafverfahren gibt, weil einfach es jetzt immer quasi ja, eine Unsicherheit ist. Was ist, wenn ich in so eine Kooperation mit Strafverfolgungsbehörden eingehe? Menschenhandel ist einfach immanente Gefährdungstatbestand sozusagen. Ich gefährde mich ab dem Moment, ich gefährde meine Familien ab dem Moment und ich brauche die Sicherheit, wenn ich in Deutschland bin, dass ich mich hier wirklich auch aufhalten darf und auch eben nach Abschluss der Strafverfahren auch weiterhin aufhalten darf. Und im Rahmen dieses Aufenthaltes sozusagen ich auch wirklich ausreichend Betreuungs- und Unterstützungsmaßnahmen bekomme. Und Leistungen darf man eben unserer Meinung nach nicht davon abhängig machen, ob Menschen sagen, ich möchte da jetzt aussagen oder nicht. Es ist einfach ein Schritt, der ganz genau bedacht werden muss und überlegt werden muss. Und dennoch entscheiden sich eben Menschen aus verschiedenen Gründen dafür, eben dagegen auszusagen oder ein Strafverfahren einzugehen. Aber es ist eben so, in der Situation, wenn diese Strafverfahren in Deutschland laufen, die laufen manchmal zwischen 1 bis 3 Jahren, dass sie im Rahmen dessen im Grunde genommen wenig Möglichkeiten haben, sich zu sichern und zu stabilisieren. Also vielleicht nochmal um das, es gibt, wir haben auch nicht die Patentlösung, für uns ist aber ein Weg, dass eben dieses Aufenthaltsrecht unabhängig von der Aussage passieren soll und das würde eben auch dann heißen, dass es dann auch nach den Strafverfahren weiterhin existiert. Danke. Barbara, du wolltest noch zu allen drei was sagen. On the first question, Annalisa, I agree fully that money laundering is a very important and control of banks and closing the oasis for tax havens and safe havens and so on. But I'm not an economist and I'm not in the detailed policy drafting or monitoring of this in the EU. Clearly what you have asked, if you do this, of course the liberals will be less with you. But I think there is a lot of debate on it, but I don't know exactly what and how far it is in the regulation. Zur zweiten Frage, also es gibt ja jetzt unterschiedliche Politiken. In den skandinavischen Ländern gibt es das Verbot der Prostitution und der Bestrafung der Kriminellen. Und als ich würde das begrüßen, wenn wir jetzt eine Analyse haben nach einigen Jahren oder eine Bewertung, wozu hat das geführt? Hat das dazu geführt, dass es einfach weniger Prostitution gibt? Hat es dazu geführt, dass es zum Beispiel in den Nachbarländern oder auf Schiffen zu mehr Prostitution geführt? Gibt es eine Marktverschiebung, in Anführungszeichen, zum Beispiel in Duisburg gibt es das größte europäische Bordell, wo europaweit eben mit Flatrate-Preisen geworben wird und da wird man eben nicht dazu bestraft. Also man muss das, glaube ich, die Auswirkungen so einer Politik und einer anderen Politik bewerten und dann könnte ich als Politikerin dann entscheiden, was ich da gut fände. Persönlich muss ich auch sagen, in Diskussionen mit Prostituierten, die auch in Deutschland leben, kann ich das einer Frau, die von sich sagt, sie macht das,
und sie möchte nicht, dass mir das vom Staat her verboten wird, kann ich ihr das nicht in Abrede stellen. Die Arbeitsverhältnisse, die ich aber sonst gesehen habe, für Prostituierten sind schon extrem schwierig, auch wenn es nicht in die Zwangsprostitution kommt. Also gerade in diesem Bordell in Duisburg zum Beispiel, wo daneben ein ganz großes, ganz heruntergekommenes Unterkunft ist für viele Menschen aus Rumänien und Bulgarien, sagt mir die Polizeipräsidentin, es gibt nicht eine Anzeige wegen Zwangsprostitution, weil die Gewaltverhältnisse da so stark sind. Und die Beratungsstellen sagen mir, die Frauen, die definitiv schwerst misshandelt werden, ja, und eine Frau ist aus dem Fenster geschmissen worden und niemand hat sie überhaupt vermisst, die hat gar nicht existiert, sagen doch, dass wir nicht sagen können, dass auch die Frauen, die bei uns jetzt in einer Prostitution, in einem Bordell arbeiten, dass die nicht ursächlich, weil die Verhältnisse in den Ländern noch extremer sind, ökonomisch, dass die nicht da auch diesem Zwang unterworfen sind. Es ist eine schwierige Debatte, aber ich wollte auf mein Beispiel vorher nochmal dazu zurückkommen. Wenn wir das als die entscheidende Frage machen bei einem Antrag, zum Beispiel im Europäischen Parlament, bist du für oder gegen Prostitution und dein ganzes Antragspaket verlieren, dann finde ich, überbewerten wir diese Frage. Die nächste Fragerunde, vielen Dank. Ja, ich würde gerne auf das Thema Bündnis und Allianzen schmieden eingehen, weil ich das wichtig finde, auch als Ausblick. Wir wollen ja auch mit dieser Tagung hier nicht nur viel Infos aufnehmen, sondern auch ein bisschen nach vorne und strategisch denken. Und in dem Zusammenhang ist mir schon der Kontext, über den wir reden, sehr wichtig. Und für mich ist der Kontext transnational organisierte Kriminalität. Und da sind wir dann bei Geldwäsche, da sind wir bei Waffenhandel, bei Drogenhandel, also all die Fakten und Faktoren, die Barbara Lochbieler ja auch aufgezählt hat. Und es ist in der Tat so, dass wir dazu ein Buch gemacht haben, was diese unterschiedlichen Routen global des transnational organisierten Verbrechens beschreibt. Das ist jetzt nicht draußen, aber das findet man irgendwo dann doch auch auf unserer Website, glaube ich. Dieser Blick aufs organisierte transnationale Verbrechen, finde ich, sollte genau helfen, nach Allianzen zu suchen, nämlich mit denen zu kooperieren, die sich jeweils sektoral zu diesen Themen beschäftigen. Wir haben zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich mit Drogen beschäftigen, wir haben zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich mit Menschenhandel beschäftigen und. Das heißt, wir haben sektorale zivilgesellschaftliche Zugänge und meine Frage geht in die Richtung an alle, vor allem an die Repräsentantinnen von COG. Wie kooperiert ihr mit Flüchtlingsorganisationen, mit anderen Akteurinnen, die diese Gesamtperspektive versuchen einzunehmen? Wir haben doch das Aufenthaltsrecht, das eigene, ja, ohne dass man dafür mit kooperieren muss mit der Polizeibehörde. Das ist doch auch in der Flüchtlingsarbeit, das ist überall relevant. Mich interessiert also, wo gibt es transdisziplinäre oder transsektorale Kooperationen? Und da wir bei Menschenhandel ja auch über Arbeitsausbeutung reden, würde mich da nochmal speziell interessieren, wo sind denn die Gewerkschaften, die euch unterstützen, wenn es darum geht, den Straftatbestand der Ausbeutung am Arbeitsplatz zu unterbinden? Wir können gleich wieder zwei, drei Fragen aufnehmen und... Ich wollte noch ein neues Phänomen in der griechischen Gesellschaft beschreiben. Wir hatten vor den Memorandumen das, was man Trafficking nennt in der Prostitution, das waren ungefähr 20.000 besonders Mädchen aus den Balkanländern oder auch aus Afrika. Aber nach den Memorandumen haben wir ein neues Phänomen. Da ist eine Wirtschaftskrise auf dem Arbeitsmarkt der Prostitution und die Sexshops, die haben zugemacht und ganz viele
die existieren nicht mehr, die Männer haben keine Lust mehr dazu, denn sie haben psychologische Probleme und sie haben besonders kein Geld. Aber dadurch, dass im Allgemeinen alle Rechte verschwunden sind, das heißt, es gibt kein Einkommen mehr, die Leute haben sich verarmt, es gibt keine Arbeitsrechte mehr, es gibt keinen Mindestlohn mehr und so weiter und so fort. Durch die schreckliche Verarmung sehen wir ein neues Phänomen, dass die Prostitution im Sinn des Trafficking, wo internationale Räte sind und Netzwerke und ein internationaler Trafficking. Nein, jetzt sehen wir die Prostitution, die geht von außen nach innen. Und wir sehen Griechinnen, es sind nicht die armen Immigrantinnen, weil wir müssen sagen, dass die Immigrantinnen zu einem großen Teil fortgegangen sind aus Griechenland in den letzten 4 Jahren. Wir hatten mehr wie 1 Million, es sind ungefähr 800.000 fortgegangen, weil sie eben nicht leben konnten mehr in Griechenland. Und jetzt haben wir Griechinnen, die Prostitution machen, um zu überleben. Und wir haben eine neue Form. Ich will nicht sagen, dass das eine ganz große, wir wissen noch nicht genau, wie groß das dieser Phänomen ist, aber es ist ein neuer Phänomen. Und wir haben jetzt dieses. Das heißt... Können Sie bitte zur Frage kommen, kurz? Ja, es gibt keinen Markt, wo die Mädchen hingehen, aber die Männer unter sich... Die sagen, dass dieses Mädchen und dieses Mädchen das macht. Das heißt, es gibt so etwas wie ein primitiver Druck zum Überleben, was eine ganz neue Form von der Prostitution, aber sehr massiv ist. Ich möchte noch kurz eine Klärung zu Begrifflichkeiten machen. Also Prostitution und Menschenhandel ist nicht dasselbe. Ja? Und das wurde auch schon mehrfach hier gesagt von den Rednerinnen. Es gibt natürlich sexuelle Ausbeutung im Menschenhandel, aber wir möchten das ganz klar trennen. Danke. Die dritte Frage, glaube ich, kommt von da hinten, oder? Habe ich jemand übersehen? Sie hatte vorher. Dann tut mir leid. Bitte machen Sie. Ja, ist okay. Thank you. My name is Emma and I work at WILF International in Geneva. There we do a lot of advocacy at the Human Rights Council, and right now we've started a new project focusing on human trafficking in the context of peacekeeping, which is something that hasn't been mentioned here, but it's quite relevant in the European context because also European peacekeepers are being sent abroad and some of them commit these crimes like human trafficking, like rape, and there's a total culture of impunity right now. So I was wondering if there are any conversations that you are noticing at the European level on this, because we haven't noticed much in Geneva from your European colleagues. And also, I'm asking this specifically now because the Human Rights Council Working Group on Mercenaries is trying to put together a GA resolution on the UN hiring private military and security companies, which is very much linked to this issue. So they've asked us, they've given us the opportunity for a private session with them to give our recommendations on this. So I'm very happy to hear any recommendations that you might have on this. Thank you. Möchten Sie noch kurz die Frage stellen? Ansonsten würde ich es gleich wieder übergeben an das Podium. Ist okay? Danke. Ja, die erste Frage war ja direkt an uns gerichtet. Genau. Jetzt sehe ich gerade die Frau. Da sind sie, genau. Genau, ja, Bündnisse schmieden und Allianzen schmieden ist ein ganz großes Thema für uns, für den KOK, sind eben auch eine Vernetzungs- und Koordinierungsstelle und sehen diese Bündnisse und Allianzen natürlich, dieses zu schmieden, sowohl national als auch auf internationaler Ebene. Und da sind wir, seit vielen Jahren machen wir das, wobei der Fokus
bei uns eben nicht so sehr quasi, wie gesagt, auf der Bekämpfung liegt, sondern bei der Unterstützung der Betroffenen. Und wir kooperieren mit vielen Organisationen zusammen, mag ich gar nicht alle aufzählen, Anti-Slavery, La Strada, oder auch tauschen uns auch mit Flüchtlingsorganisationen oder mit den, die sich mit dem Thema beschäftigen, wie zum Beispiel PICUM aus, und machen da verschiedene konkrete Projekte auch. Im Rahmen dieser Projekte versuchen wir eben gemeinsam zum Beispiel eben auch Standards zu erarbeiten. Aber auch in Deutschland sind wir beispielsweise Mitglied auch im Forum Menschenrechte und arbeiten da auch ganz eng mit anderen Organisationen zusammen. Weil das eben auch anders nicht geht. Eben diese Vernetzung ist auch ganz wesentlich und bereichert uns auch ganz wesentlich, um gegenseitig auch voneinander zu lernen und auch zu gucken, was passiert jeweils in den anderen Ländern, was gibt es da zum Beispiel für Best Practices oder auch nicht, wo können wir was machen. Zum Beispiel, ich habe das kurz erwähnt, zu dem Thema Berichterstattungsstelle haben wir uns mit anderen NGOs ausgetauscht. Wie ist es denn bei euch, wie läuft das, welchen Erfolg hatte diese Implementierung der Berichterstattungsstelle mit aus eurem Fokus, und haben uns da stark mit beschäftigt. Ja, das Thema Arbeitsausbeutung ist angekommen bei den Gewerkschaften, auf jeden Fall. Es gibt da auch Projekte, zwei Projekte des DGBs, die sich damit beschäftigen. Und wir haben im Herbst letzten Jahres gemeinsam einen Praxisfachtag gemacht, also der KOK mit den beiden Projekten des DGBs, wo wir die verschiedenen Beratungsstellen, die gewerkschaftlichen Beratungsstellen und die Beratungsstellen für Betroffene von Menschenhandel zusammengebracht haben, dass man eben voneinander lernt und sich austauscht. Der Fokus ist eben unterschiedlich und die Kenntnisse und Spezialitäten sozusagen, also Gewerkschaften hatten eben schon seit, haben eben immer diesen Fokus, der ja ganz wichtig ist, auf die Entschädigung, Einklagung vom Lohn, und die spezialisierten Fachberatungsstellen haben aber eben diesen ganzheitlichen Ansatz sozusagen. Sie machen die psychosoziale Stabilisierung und begleiten während der Strafverfahren und machen die Rückkehr, ich hoffe, ich rede nicht zu lang. Und es ist ganz wichtig, mit den Gewerkschaften zusammenzuarbeiten, aber eben auch da wirklich immer wieder zu gucken und zu transportieren, dass Frauen eben nicht nur von sexueller Ausbeutung betroffen sind, sondern eben auch von Arbeitsausbeutung betroffen sind, und dass die Fachberatungsstellen da schon seit vielen Jahren und der KOK auch schon eben seit vielen Jahren zum Thema Arbeitsausbeutung arbeitet. Ganz unabhängig davon, dass auch einige Beratungsstellen inzwischen auch Männer beraten, aber eben auch den Fokus darauf zu richten, Frauen sind genauso von Arbeitsausbeutung betroffen in bestimmten Branchen. Wenn ich da kurz noch anschließen darf, das Thema Menschenhandel ist ja sehr breit, und es sind natürlich noch viele andere Felder, wo man Allianzen schmieden müssen und sollten. Und eben eins ist das Projekt, was ich auch leite, ist State Act, wo wir mit europäischen Fachberatungsstellen, sowohl in Deutschland mit den KOK-Mitgliedsorganisationen, aber auch mit den La Strada-Fachberatungsstellen in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, uns auseinandersetzen, wie können wir die Privatsphäre und den Datenschutz der gehandelten Menschen, die dort beraten werden, besser schützen. Das ganze Projekt war seit Jahren schon vorbereitet, und letztes Jahr haben wir endlich Gelder dafür bekommen, und dann fing gleich die ganze Snowden-League an, und so hatten alle immer gedacht, das hätte irgendwie damit zu tun, hat es nicht, aber es hat natürlich die Dringlichkeit des Projekts noch deutlicher gemacht, weil wenn wir, die wir alle mehr oder weniger in formalisierten, also erstmal Aufenthaltstitel haben und in mehr oder weniger formalisierten Arbeitszusammenhängen arbeiten, wenn unsere Privatsphäre schon gedroht ist, wie ist dann erst die Privatsphäre von gehandelten Menschen, die teilweise irregulär sind, die teilweise wirklich eine schwere Geschichte von sexualisierter Gewalt, von Missbrauch, von Ausbeutung, von Folter haben, wenn das alles gesammelt wird, und es wird teilweise im Anti-Trafficking-Diskurs gesammelt und teilweise auch an die Herkunftsländer geschickt, dann sind die Menschen auf die Dauer geschädigt. Und wir machen Schulungen für Fachberatungsstellen, dass das Recht von gehandelten Menschen als Datensubjekt integraler Bestandteil auch der Beratung wird.
Und da haben wir ganz enge Bündnisse inzwischen geschmiedet mit deutschen und auch europäischen Datenschutzaktivistinnen und Aktivisten, sodass wir da ganz neue Bündnisse haben, was recht spannend ist, da die Kommunikation. Vielleicht noch eins zu der Frage von der Kollegin regarding the peacekeeping troops. I'm sure Barbara Lochbieler will know more, but I'm not aware of, specifically in Europe, any new current developments in this regard. I know the OSCE has code of conduct for its field missions and so, but I'm sure you know all of this, and the UN has done a lot of work in this regard. But in terms of current new developments within Europe or the EU, maybe Barbara Lochbieler will know more. Ja, also Allianzen schließen zu dem, was gesagt wurde. Ich sehe das schon so, dass der DGB auch zum Beispiel, ich gehe jetzt auf ein Projekt in München ein, dass die Beratung machen für männliche Tagelöhner, die dann oft noch betrogen werden, um für die 5 Euro für einen ganzen Tag Arbeit. Ja. Da gehen auch, machen die Projekte und bieten das an, weil auch wenn die keinen Aufenthaltstitel haben, haben sie doch das Recht hier, ihren Arbeitslohn einzuklagen. Aber das sind immer eben kleine Projekte und es bedarf viel Mut von Seiten der Tagelöhner, das zu machen. Weil wenn die dann zum Beispiel aus Rumänien kommen oder jetzt sagen wir aus Balkanstaaten, dann wird natürlich die Senderfirma oder die sofort wissen sofort, wer wie agiert. Nicht? Und ich denke, man muss natürlich auch von der Politik auf die Unternehmen schauen, die dann so ausbeuterische Arbeitsverhältnisse dulden oder fördern. Da glaube ich, weiß es nicht, ob man mit der ganzen Industrie- und Handelskammer oder so mal reden muss, das weiß ich jetzt nicht. Dann, ich denke, wenn wir nochmal, Sie haben das vorher gefragt, mit den Flüchtlingen und die Migrationspolitik, ich denke, man muss das nochmal auseinanderhalten. Ich glaube, man muss Allianzen schließen mit denen, die sich für die Rechte von Flüchtlingen einsetzen. Weil das ist eben diese Krux auch auf EU-Ebene, dass man nur, wenn man nachweist, man ist gehandelt worden als Mensch, hat man Anspruch auf Schutz unter dieser Richtlinie. Wenn man aber irgendwie sonst über die Grenze kommt, aus welchem Grund und das nicht sagen kann, dann wird man bekämpft. Und das muss man zusammen auch mit den Initiativen von den Flüchtlingen ändern in der EU, dass auch die Menschen, die anders nach Europa kommen, einen Aufenthaltstitel bekommen. Ich würde auch das noch unterscheiden von der Migrationspolitik, weil viele sind eben nicht politisch verfolgt oder kommen nicht aus einem Kriegsgebiet. Nach hier brauchen wir Allianzen mit den Organisationen und Bewegungen, die für eine flexible und offene Migrationspolitik der EU sind. Und obwohl wir jetzt die 2 Tage sehr viel von Verwerfungen innerhalb der EU gehört haben, mit viel Unmöglichkeit, Arbeit zu bekommen, riesigen Arbeitslosenquoten, ist die Bewertung des europäischen Arbeitsmarktes so, dass wir nicht so weiter unsere Strukturen halten können. Und ich komme jetzt aus Deutschland, aus einer Gegend wie Bayern, mit nahezu Vollbeschäftigung, wo wir ohne das Anwerben von außen überhaupt nicht mehr so weiter machen können. Also brauchen wir auch hier, das ist jetzt nicht das Thema von der Tagung, eine aktive Migrationspolitik. Ja, und da muss man auch Allianzen schmieden. Wenn so ein hoher Prozentsatz, wie in diesem einen Beispiel in Europa, aus einem Land kommt, wie Nigeria, finde ich, dann muss man da auch gucken, wer hat Strukturen in Nigeria, wer hat Wissen in Nigeria, auch, ich weiß es nicht, sagt man noch eine Weltgruppen oder sonstige, auch GIZ oder sonst jemand, wer ist vor Ort und wer kann mithelfen, dass das ja also bekämpft werden kann schon im Kern. Und für die Opfer von Menschenhandel, die Roma sind, ich denke, da muss man sich noch ganz stark auch mit Zivilgesellschaft aus der Community beschäftigen, ob die Forderungen haben, wie man am besten an die Opfer hinkommt, weil das oft noch so als Clan organisiert wird, dass es einfach schwierig ist, für die Beratungsstellen hinzukommen. Ja, das würde ich als Allianz sehen.
Ich habe auch noch vergessen zu sagen, dass die EU jede Menge Geld hat für Projekte, egal ob innerhalb oder außerhalb der EU, wenn man sich gegen Menschenhandel wendet. Das kann auch noch unterstützend dazukommen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist das eine Problem, das. Genau. Das ist eigentlich ein neues Berufsfeld, würde ich sagen, dass man das macht. Also das Dritte mit diesen with peacekeeping and there are guidelines, I think, in many of the member states that when they send their soldiers to peacekeepers, that they have to respect human rights. In Germany, some years ago, there were a lot of stories around that also German soldiers, when they are based in the former Yugoslavia, basically in Kosovo, which was the hotspot for trafficking of women for prostitution and children, that the demand was that German soldiers should be obliged when they go to a brothel, then if there is forced prostitution, that they have to make Anzeige? They file a charge and they say. But unfortunately, the journalist who worked very strongly on this, Inge Bell, die kennt ihr auch, unfortunately it wasn't possible, also not for human rights organizations, to document, to get a soldier found or a civilian person from in this peacekeeping mission using a brothel with forced prostitution. And only if you have a rights-based approach, you know, you can bring them to court, you can say that they are. So I think still it is a very scandal-driven field of policy that always the national state has to punish the soldier. The UN as such, they have a unit, but they always will refer that the punishment goes there. And yes, the European Parliament has a delegation always going to the Human Rights Council, but this issue actually is not on one of the priorities. As I said, you always have to document that there is a rampant misuse by the soldiers to act. Ich möchte noch eine kurze letzte Runde, auch wenn wir damit überziehen, zumindest die jetzt schon so lange gewartet, einleiten. Danke. Ja, nochmal Uta Ortmüller. Ich wollte eine Frage oder in diesem Kreis vielleicht auch sogar mehr nur eine Anmerkung zum Thema erzwungene Prostitution machen und besonders zur erzwungenen Prostitution mit Kindern. Weil, also ich finde es absolut wichtig, da was immer möglich ist zu tun, um dieses Angebot in Anführungszeichen zu unterbinden. Aber ich finde, wir müssen auch drüber reden, wo kommt diese Wahnsinnsnachfrage her und was kann man dagegen tun? Ja, also die Zeit ist hier fast zu Ende, aber man eben unser Bildungssystem ist eben im Moment auch so stark auf Berufsfähigkeiten gerichtet und wir brauchen dringend emotionale Bildung. Ich lasse es mal dabei, ja. Wenn es noch eine vielleicht, nehme ich noch eine Meldung und dann schließen wir ab mit einer Schlussrunde. Noch eine, zwei. Aber bitte halten Sie sich ganz kurz. Okay, Milica Slavkovic ist mein Name. Milica Slavkovic ist mein Name. Ich promoviere zum Thema Frauenhandel an der Universität Erlangen-Nürnberg. Ich hätte für Frau Uhl und Frau Tanisch eigentlich drei Fragen. Aber sehr kurz, also sehr kurz. Meine erste Frage ist, wie beurteilen Sie die EU-Strategie bis 2016, also eigentlich die Präventionsteil der Strategie? Weil ich fand da irgendwie, geht es mehr um die Frage, Forschung zu unterstützen, besonders in Bezug auf schwedische Modell, wie Sie das sehen, Prävention in Strategie. Dann können Sie kurz sagen, haben Sie Kenntnisse von Ihren Mitgliedsorganisationen? In welchen Ländern lässt sich besser verfolgen, was mit betroffenen Frauen passiert? Also die Frauen, die in Deutschland betroffen sind und dann zurückkehren in den Herkunftsländer, die befinden sich da in Gefahr. Lässt sich da verfolgen, was mit dem passiert und in welchen Ländern besser, in welchem schlechter.
Dritte Frage, wenn es möglich ist, für Frau Ull. Es war früher so, dass in ehemaligen Jugoslawien, Moldova, Ukraine und so weiter, IOM, International Organization for Migration, eine sehr große Rolle gespielt hat. Also die höchste Instanz war im Bereich Bekämpfung der Frauenhandel. Und dann wird das stark kritisiert, also die Methoden, wie die besonders mit Datenschutz umgehen. Haben Sie Erkenntnisse, ob sich das was irgendwie verbessert hat? Sind Sie immer noch die höchste Instanz und warum sind die nicht in Deutschland? Also ich fand da irgendwie, war mir nie klar, warum sind die so präsent in ehemaligen Jugoslawien und in Deutschland oder in anderen Ländern der Europäischen Union gar nicht. Dankeschön. Ja, guten Tag. Ich bin Margot Richer. Ich bin Margot Richer. Ich bin interkulturelle Trainerin, komme aus Frankreich, lebe in Deutschland. Und ich wollte dazu noch was ganz Konkretes sagen. Ich arbeite viel im Rahmen von europäischen Projekt, Jugend in Aktion Projekt. Da sind sehr viel Austausch von Jugendlichen. Und ich hatte vor 2 Jahren auch einen Dokumentarfilm gesehen über Menschenhandel und gesehen, dass viele Austauschen innerhalb Europa, so Freiwillige, die für ein Jahr in Ausland gehen in Europa, oft begeistern andere Jugendlichen vor Ort und diese Jugendlichen vor Ort melden sich bei Organisationen in dem Land, ohne nachzuprüfen oder zu wissen, dass es gibt Fake-Organisationen und richtige Organisationen. Und die melden sich für Europäisches Freiwilliges Jahr oder Internationales und gehen irgendwo in ein anderes Land und dann landen sich in Menschenhändeln. Ganz konkret auf dieser Ebene werden auch Trainer, die in dem Bereich arbeiten und Jugendlichen systematisch in jedem Projekt erzählt. Also es wird erzählt über Menschenhandel, was passiert in Europa und wenn sie selbst zurück in ihre Länder, dass sie anderen Jugendlichen erklären, wenn Sie in Europa europäisches freiwilliges Projekt machen möchten, dass Sie auf jeden Fall erstmal prüfen sollen, welche Organisationen das anbieten, damit Sie nicht in den Bereich landen. Das ist so ein Thema. Das andere zu Menschenhandel, es gab auch Organ. Sie haben gesagt, so Leute werden auch Organ. Ich glaube, es ist ein sehr großes Tabuthema. Wie viele Leute hier sind angemeldet, um ihre Organe selbst zu wenn sie gestorben werden. Kommen Sie bitte zum Schluss. Genau, also ich glaube, das ist auch ein Thema, das ist ein Tabuthema. Wenn wir vielleicht selbst das mehr auch vielleicht machen, brauchen nicht vielleicht andere Leute, ihre eigenen Organe zu verkaufen. Okay. So, dann fange ich schnell. Also vielleicht können wir uns die dann aufteilen, dass wir nicht zu allen reden und wir ein bisschen Zeit sparen. Die erste Frage mit der Nachfrage, die passt auch gut zu der Frage, die Sie hatten, wegen der EU-Strategie. Also die EU, ich fange erst mit der EU-Strategie an. Die EU-Strategie 2016 hat in dem Bereich Prävention einen Forschungsauftrag ist enthalten, der sich beschäftigen soll über die Frage von Nachfrage nach Menschenhandel im Allgemeinen, aber natürlich mit spezieller Ausrichtung auf Nachfrage nach sexueller Ausbeutung in der EU. Diese Studie ist bereits vergeben. Es ist so ein Konsortium von vielen Organisationen, unter anderem die ICMPD, aber auch La Strada International, die daran jetzt forschen. Und da wird es wahrscheinlich, das geht über 3 Jahre, das wird wahrscheinlich irgendwie in zwei Jahren veröffentlicht werden. Insgesamt zur Nachfrage, ich finde Nachfrage insgesamt ein problematisches Konzept im Bereich von Menschenhandel. Ich finde aber auch Menschenhandel ein problematisches Konzept, deswegen wird Sie das nicht überraschen. Ich weiß, wir haben kaum Zeit und dafür bräuchten wir eigentlich noch mal eine Stunde. Insgesamt, es ist ja nicht so, dass, also es ist so, dass EU-weit und über EU-weit der sexualisierte Gewalt an Kindern ist ein Straftatbestand und ist wesentlich höher, hat ein höheres Strafmaß als irgendwelche Nachfrageparagraphen, die oft nur ordnungsrechtlich verbrieft sind. Insofern finde ich immer das Problem, gerade dort von Nachfrage zu sprechen, wenn es um
sexualisierte Gewalt geht im Bereich von Menschenhandel, weil wir machen das ja auch nicht, wir sagen ja auch nicht Nachfrage nach, wir müssen endlich mal Nachfrage nach Vergewaltigung kriminalisieren oder Nachfrage nach Banküberfällen. Also das sind so Dinge, die sowieso kriminell sind. Ich weiß nicht, welches Added Value sozusagen da noch die Nachfrage bedeutet. Und soll ich da jetzt noch gleich zu IOM was sagen? Nee, aber darauf können wir jetzt nicht... Nee, ich würde sie nicht Kunden nennen, ich würde sie Straftäter nennen. Und ich glaube, das ist... Und Straftäter werden wesentlich... Ich möchte auch nicht, dass ein Straftäter wegen als Kunde... ich möchte hier kurz unterbrechen, weil gehen wir bitte weiter. Ja. Eigentlich ein anderes Thema, wie ich vorher gesagt habe. Also Prostitution ist hier nicht das Thema, sondern es ist Menschenhandel das Thema. Und da werden Menschen auch sexuell ausgebeutet, was ganz schrecklich ist. Okay? Ja, aber wie gesagt, es wird gerade in dieser Studie auch erforscht. Also das Thema ist auf der politischen Agenda. Magst du zuerst? Ja, zu der Frage zur Rückkehr in die Herkunftsländer und auch zu der Frage vorher eben zu den Allianzen und Kooperationen. Beratungsstellen arbeiten sehr eng mit Fachberatungsstellen in den Herkunftsländern zusammen, wenn die Betroffenen eben zurückkehren wollen. Es ist aber eben... oder zurückkehren müssen. Aber es ist eben schwierig zu sagen oder eben dann tatsächlich das nachzuverfolgen, was mit denjenigen weiter passiert, weil quasi die Betroffenen entscheiden sich selbst quasi ja darüber, ob sie dann den Kontakt mit einer Beratungsstelle wieder die im Herkunftsland sitzt, sozusagen aufrechterhalten wollen oder nicht. Und das ist auch legitim. Sie wollen ja vielleicht auch irgendwie abschließen mit dem, was passiert ist. Und in diesem Fall kann es eben durchaus sein, dass einfach gar kein Kontakt mehr da ist zu den ehemaligen Klientinnen sozusagen von den Fachberatungsstellen, die zurückgekehrt sind. Manchmal gibt es noch den Kontakt, aber es ist auf keinen Fall, könnte ich jetzt sagen, wir könnten jetzt in dem oder jenem Land sagen oder das besser quasi auswerten, was im Rahmen der Rückkehr passiert. Das wissen wir faktisch eigentlich im Grunde genommen nicht. Zu der Frage zu dem freiwilligen sozialen Jahr. Unter dem Aspekt kannte ich das jetzt nicht. Allerdings haben wir uns auch viel mit dem Thema Au-pair quasi beschäftigt. Das würde ja auch so drunter fallen sozusagen. Und es ist in der Tat so, also wir haben auch da das vor einigen Jahren untersucht und es gibt eben da tatsächlich so, dass Fachberatungsstellen Au-pairs haben, die Opfer von Menschenhandel geworden sind im Rahmen der sexuellen Ausbeutung oder auch der Arbeitsausbeutung. Und das Problem ist in der Tat dasjenige der Vermittlungsagenturen. Es ist in Deutschland so, dass die Vermittlungsagenturen sich keiner Zertifizierung unterwerfen müssen und keiner gesetzlichen Zertifizierung. Und wir finden das eben wichtig, dass das eigentlich passieren sollte, damit eben diese Vermittlungsagenturen, damit man eben überprüfen kann, ob sie seriös arbeiten oder nicht. Und genau, ich glaube, das war das Wesentliche. Wir kommen nun zur Abschlussrunde, am Podium, meine ich. Ja, genau. Und zwar fasse ich nochmal kurz zusammen. Wir haben einiges gehört zu Kritikpunkten über die Diskurse zur Bekämpfung des Menschenhandels. Es war auch die Rede über die Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Richtlinie und über politische Strategien für die nächsten Jahre. Häufig sind es auch ganz andere Interessen, die mit dem Kampf von Menschenhandel einhergehen, unter anderem eben striktere Einwanderungspolitik oder eben auch Abschaffung von Prostitution, wo wir auch nochmal ganz klar sagen wollen, dass Menschenhandel eben nicht mit abolitionistischen Argumenten bekämpft werden kann. Ich möchte jede Rednerin bitten, ein kurzes Statement in der Reihenfolge ihrer Inputs zu geben. Zuerst Bärbel, Neile, Barbara. Dankeschön. Ich bin noch eine Antwort schuldig mit IOM. Insofern weiß ich jetzt nicht, ob
ob das jetzt so relevant ist für alle. Eine kurze Antwort wäre, dass IOM ist projektbezogen gebunden, finanziert, und das kann natürlich ein Grund sein, warum sie in Deutschland nicht so stark sind und am Balkan eher, weil da sind einfach mehr Gelder für Anti-Trafficking-Maßnahmen. Aber es gibt IOM auch in Deutschland und vielleicht wäre es Beste, dort mal nachzufragen. Ansonsten habe ich so das Gefühl, ich habe schon jetzt so viel geredet in der letzten Zeit, ich gebe einfach weiter. Ja, ich möchte noch mal gern auf den Punkt Allianzen zurückkommen und da auch noch mal den Fokus auf Deutschland. Ich sehe es so, dass wir da noch ganz viel tun müssen. Es gibt Allianzen, es gibt runde Tische in den Bundesländern, es gibt auch eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe Menschenhandel, aber tatsächlich quasi ein gesamtstrategischer Ansatz, wie man eben zu diesen verschiedenen Ausbeutungsformen arbeiten kann oder sollte, existiert tatsächlich meiner Meinung nach noch nicht. Wir haben seit 2005 die Strafbarkeit von Arbeitsausbeutung und hier haben wir noch viele Lücken, noch viel Bedarf. Wir müssen aufsatteln bei den Unterstützungsmaßnahmen, wir müssen aufsatteln, es gibt sogenannte Kooperationsvereinbarungen, da müssen neue Akteure mit an den Tisch, an die runden Tische. Und wie ich eben versucht habe darzustellen, in der Umsetzung der Richtlinie wird es noch mehr Ausbeutungsformen geben. Was machen wir da, wie gehen wir da weiter voran? Das ist alles noch gar nicht im Grunde genommen geklärt, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall bedarf es noch einiges, aber wie ich schon gesagt habe und obwohl ich schon gesagt habe, möchte ich es noch einmal wiederholen, der Fokus und der Perspektivenwechsel muss stattfinden auf den Fokus der Opfer. Und wenn wir da drauf schauen, tatsächlich, und das ist eben auch vielleicht ein anderer Fokus, als den viele sehen, aber auch da bin ich der Meinung, dass man damit eben Menschenhandel tatsächlich auch bekämpfen kann. Wenn wir diesen Perspektivenwechsel schaffen und diesen Systemwechsel akzeptieren und auch es akzeptieren, dass diese Menschen nicht nur ein Opferschutz, also nicht nur, dass sie geschützt untergebracht werden sollen, das ist natürlich, das ist auch ganz wichtig, sondern auch ganz klar Opferrechte haben, ein Recht auf Entschädigung, ein Recht auf ihre Einklagung ihres Lohnes. Und da gibt es noch viele, viele Hindernisse, die man umsetzen muss, dann haben wir viel erreicht, ja. Vielen Dank. Ganz kurz von mir. Ich muss die Europawahl erfolgreich hinter mich bringen. Und dann auf das Europaparlament, glaube ich, müssen wir analysieren, was wird der Zwischenbilanz dieser EU-Menschenhandelsstrategie bringen und da dann Schlüsse ziehen und sicher nochmal auch auf diesen Bericht, dieser Sonderausschuss zu organisiertem Verbrechen, Korruption und Geldwäsche schauen, weil dessen Empfehlungen einfach in der Luft hängen und dass man das vielleicht zusammenbündelt und dann mit immer wer... ich selber oder auch andere Kolleginnen sind, dann mal schauen, wer das auch als thematisch im Parlament besetzen kann. Danke. Ich möchte mich ganz herzlich bei den Panelistinnen bedanken, auch beim tollen Publikum und auch bei den DolmetscherInnen und der Technik. Sie sind nun zur Kaffeepause entlassen. Entschuldigung, die Überziehung. Um 16.30 Uhr beginnt das Abschlussgespräch über Macht, Geschlecht, Europa, zu dem wir Sie herzlich einladen. Dankeschön. Da. Dazu noch eine kurze Ergänzung. Wir werden die Pause nicht verlängern können. Wir werden das Abschlussgespräch verkürzen müssen, weil Ines Ayala-Sender und Barbara Lochbieler, die ja dann da sind, ihren Flug kriegen müssen. Deswegen bitte um 16:30 auch wieder hier sein. Das Abschlussgespräch wird dann eine Dreiviertelstunde ungefähr dauern. Das schaffen Sie dann hoffentlich auch noch.